Wer hat die weltbesten Zuschauer, die alles stehen und liegen lassen, um, um auf der Arbeit Retro-Floppy zu gucken? Der hier. Na, wie geht's euch? Ja, ich hatte spontan Lust, weiter zu streamen. Ich dachte mir so, hey, du hast heute nichts zu tun. Deine Frau hat ihre Mutter besucht, ist ihre Mutter besuchen. Du sitzt alleine rum. Puh. Ja, ich hätte auch Akt X weiter aufnehmen können. Aber ich habe schon für die ganze Woche Akt X aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, hey, tagsüber hängst du so oft in den Streams anderer Leute rum. Warum streamst du nicht mal tagsüber? Warum holst du dir nicht mal diese ganzen netten Leute, die tagsüber auf Twitch sind, und fängst die ein? Ja. Okay, was haben wir da? Ich musste noch schnell zwei Gürkchen in den Nudelsalat schnippeln. Du hast uns Nudelsalat gemacht? Wenn du herkommst, kannst du gern was abhaben. Wie süß! Aber falls du nicht gerade im Unikeller wohnst, wird das wohl nicht. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen in einem Dorf. Ich nenne es liebevoll Blödes Kaff. Kenne ich. Ich habe früher in einem unheimlich dummen, ja, in einer Kleinstadt. Aber die Mentalität war Kaff. Okay, jetzt die alles entscheidende Frage. Habt ihr Bock, dass wir Neverwinter Nights weiterspielen? Ich hab Bock. Boah, das ist gerade so ungewohnt. Ich merke, dass meine Webcam, dass die darauf eingestellt ist, mit künstlichem Licht bei Nacht aufzunehmen. Ich sehe gerade irgendwie, alles ist gerade so hell. Das ist mega ungewohnt. Okay. Erstmal die wichtigste Frage an diesem Morgen. Wie geht es euch denn? Eigentlich hatte ich von dir einen anderen Kommentar zu Blödes Kaff erwartet. Welchen denn? Cappuccino. Kaffee-Vollautomat. Sehr glücklich. Haben wir geschenkt bekommen vom Bruder von Floppine. Lieben Gruß an den. Der hat sich den vor Jahren gekauft und benutzt den nicht, weil er trinkt keinen Kaffee und hat den eigentlich nur für Gäste. Und hat ihn jetzt halt so gut wie nie benutzt und gedacht, hey, Floppine, willst du ihn mitnehmen? Und jetzt haben wir einen Kaffee-Vollautomaten. Und Floppy freut sich, denn Floppy liebt Cappuccino und Espresso und Latte Macchiato und alles mit Latten. Floppy liebt die Latte. Terry Pratchett, ich glaube, das war aus der Hexenreihe. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch nicht alle Pratchett-Bücher gelesen. Ich habe zwar hinten das Bücherregal voll mit Pratchett-Romanen, aber zu meiner Schande, ich komme viel zu selten zum Lesen. Aber er hat mir trotzdem die wichtigste Frage noch nicht beantwortet. Wie geht's euch, ihr wundervollen Menschen? Ich glaube, ich teile gerade mal, dass ich live bin, auch auf YouTube und Twitch und Instagram und Blub. Tab Community aufrufen. Schaut doch gerne rein. So, jetzt brauche ich noch meinen Twitch-Link. Oh yeah. Yeah.
Die Hörbücher habe ich tatsächlich nie gehört. Wobei doch, das Hörbuch zu Gefahr der Tod, das habe ich mal mit Floppine während einer Autofahrt gehört. Fand ich ganz gut, auch wenn ich mich an die Stimme von Tod gewöhnen musste. Aber Discworld 2 habe ich schon komplett durch. Da bekommt ihr jetzt, bis das Spiel zu Ende, bis das Spiel durch ist, jeden Tag eine Folge. Und vielleicht nehme ich demnächst dann den dritten Teil auf. Der ist dann nicht mehr mit Rincewind, der ist dann mit Luton, dem Detektiv der Scheibenwelt. Das Ganze ist so ein bisschen eine Hommage an, Philip Marlowe. An die alten Schwarz-Weiß-Krimis. Und ich liebe ja so Film Noir, liebe ich. Wieso hat er mich abgemeldet? Ach, komm. Ich muss mich gerade nochmal neu bei Threads und so, bei Instagram anmelden. Wir haben den Verdacht, dass ein automatisiertes Verhalten stattfindet an deinem Konto. Ich wollte eigentlich auf Threads. Anmelden, blub, blub, blub. Mit Instagram fortfahren. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blubbel die Blubbel. Ich habe die als Hörbücher eine Zeit lang so oft gehört, dass ich es fast auswendig konnte. Und mir geht's gut, nur ein wenig geschafft im Einkauf, aber jetzt muss ich diese Woche nicht mehr raus. So mit auswendig können ging es mir mit den Indiana Jones Filmen, die habe ich als Teenager so gefeiert. Ich habe fast jedes Wochenende liefen die bei mir nebenbei, die alten Videokassetten, während ich gezockt habe. Und ich weiß noch, irgendwann war ich bei einem Kumpel und auf Pro7 lief Indiana Jones und wir hatten das nebenbei laufen, während wir WoW gezockt haben. Und ich habe ihn total genervt, weil ich den Film mitgesprochen habe, weil ich den halt auswendig konnte. Ja, Teil 4 und 5 wurden von Tod, Teil 4 oder 5, irgendwelche wurden von Dirk Bach noch gelesen, das weiß ich noch. So, liebe Freunde, sagt allen Bescheid. So, Sound liegt an. Karottchen hat mir gerade auch geschrieben. Die ist noch im Kindergarten. Sohnemann abholen, aber wäre dann so in 15, 10 Minuten auch dabei. Das ist doch schön. So, ich mach mal hier die angepinnte Nachricht weg. Diese Nachricht lösen. So. Ach ja, ich freue mich. Mir geht's gut, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt doch ca. 300 Eulen, 30 Pflanzen und ein Gizmo sind bereit, hier zu lauschen. Ich bin so eifersüchtig auf diesen Gizmo. Ich sehe den öfter auf irgendwelchen Retro-Conventions und denke mir dann so, oh, hättest du gern, aber eigentlich, ich habe die Gremlins-Teile nie so oft gesehen, aber ich liebe Gizmo halt. Und der ist mir einfach zu teuer. Ich habe auch noch mal bei eBay geguckt, da kriegst du den so für einen hübschen Gizmo, kriegst du so ab 50 Euro. Es gibt sehr viele Fake-Gizmos, die halt aussehen wie Hulle. Und ein Gizmo, der muss schon aussehen wie ein Gremlin, der muss schon aussehen wie so ein Mogwai. Der muss gut aussehen. Und deiner ist richtig geil. Da bin ich tatsächlich eifersüchtig. Ja. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe ein bisschen unruhig geschlafen. Floppine ist ja, die ist bei ihren Eltern und kümmert sich um ihre Mutter. Und Vika mag das überhaupt nicht, wenn jemand fehlt aus ihrem Rudel. Die ist dann total aufgedreht, aber war auch echt süß. Die hat sich dann die ganze Nacht an mich gedrückt und Köpfchen gegeben. Und hat, fand ich auch sehr schön, weil ich bin in letzter Zeit, ich schlafe sehr unruhig und bin sehr nervös, weil
Ich hasse Krankenhausbesuche und ich habe so eine Panik vorm Wochenende. Ja. Wir sollten auch mal Gremlins schauen, schon ewig nicht mehr gesehen. Tja, wenn du doch nur jemanden kennen würdest, der 650 Blu-rays hat und das Ziel irgendwann, wenn er ein Haus hat, sich einen Raum einzurichten wie eine Videothek. Und kann ich mir vorstellen, wir mag schon Krankenhäuser. Ja, ja. Also ich hab den Film auf Blu-ray. Sogar, glaube ich, zweimal. Einmal gab es im Gamenetics die Komplettbox und ein andermal, also ich habe mir erst Gremlins 1 einzeln gekauft für 1,99 und dann ein andermal, okay, ich merke gerade, langsam Floppy, und dann ein andermal habe ich im selben Laden für 3,99 die Komplettbox bekommen mit allen beiden. Also wir können gerne mal Gremlins schauen. Wie gesagt, ich liebe Gizmo. Gizmo ist toll. Und ich liebe euch. Ich hatte immer ein bisschen Schiss davor, tagsüber zu streamen, weil ich dachte mir so, hey, wenn dir Leute zuschauen, dann deine regulären Zuschauer, also ihr. Gremlins schaue ich immer zu Weihnachten, ist also ein halbes Jahr her. Das ist ja süß. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich so tagsüber streame, so um die Mittagszeit, da streame ich vor 0 Leuten. Und das habe ich damals durchgemacht. Und ja, das muss man ab und zu machen, um halt auch neue Zuschauer zu bekommen. Aber das ist so frustrierend. Ja, aber ich freue mich von Herzen, dass ihr dabei seid. Ich habe das jetzt auch überall geteilt. Dann würde ich sagen, spielen wir mal weiter. Was meint ihr? Weiterspielen? Weiterspielen. Ich muss mir mal irgendwie ein Makro erstellen, damit ich den virtuellen Greenscreen aktiviere. Laden, Hafen. Ich habe auch das passende T-Shirt an zu diesem Spiel. Ja, ich habe mich extra schick gemacht für euch. Okay. Ich werde dir mal sagen. Was kann Tommy für euch tun? Oh, wir werden angegriffen. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Ich finde die Stimme gerade sehr nervig. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich meine eigene Stimme aufnehme für diese Kampfbefehle in alten Rollenspielen. Weil das kannst du ja tatsächlich einfügen bei Baldur's Gate 1 und 2 und bei Neverwinter Nights. Da gibt's einen Ordner, das ist möglich. Da gibt's auch viele Mods, wo Leute das gemacht haben. Und ich habe mir gedacht so, eigentlich kommt das ganz cool, wenn ich Neverwinter Nights oder Baldur's Gate spiele und statt dieser dummen Synchro kommt dann so, zu den Waffen! Los, meine Kampfgefährten! Oder sonst was, oder jetzt gibt's gleich Mechsteins auf die Rübe. Ach ja. Der Sachse bei Baldur's Gate. Wer hat ihn jemals vergessen? Hallo, was kann doch. Ich will nicht mehr, dass du Türen öffnest. Okay. Ich muss nicht überall einbrechen, mein Freund. Und ich brauche einen Heiltrank. Aber ich kann mal. Ach, habe ich schon hier auf die. Okay, das ist cool. Für mich damals der einzige mit korrektem Dialekt. Ich weiß ja schon von Saphira, dass wir eins gemein haben. Wir lieben Fantasy und wir lieben die alten Rollenspiele aus den 90ern und um die 2000er rum. Saphira hat ja mal gesagt, dass zu ihren Lieblingsspielen eigentlich Might and Magic gehört. Die habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe nur Dark Messiah auf Might and Magic gesuchtet. Das fand ich toll. Aber die eigentlichen Might and Magic Spiele, als ich Might and Magic für mich entdeckt hatte,
Da gab es irgendwie überall nur noch Heroes of Might and Magic und die eigentliche Reihe, die war schon tot. Okay, da oben haben wir auch noch eine Truhe. Die holen wir uns auch mal. Immer schön alles looten. Oh, die ist abgeschlossen. Hallo, was kann Tommy für euch tun? So, öffne die mal. Yep, schon erledigt. Heiltrank. Ich glaube, ich stelle mal den Schwierigkeitsgrad ein klein bisschen höher. Normal, okay. Weil ich finde es gerade tatsächlich sehr leicht. Schon fast zu leicht. Was haben wir hier? Vier Goldstücke. Ich mache mal die Karte an. Jetzt bleibt endlich still. Wobei, ich scheine in die richtige Richtung zu laufen. Immerhin kommen mir Gegner entgegen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man in die richtige Richtung läuft. Oder auch nicht. Manchmal ist es auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass man in eine Sackgasse läuft. Doppelklingenschwert. Dafür habe ich gerade keinen Platz, oder? Doch, habe ich. Ich könnte noch mal, ich benutze mal den Ruhestein und gehe mal so ein bisschen Zeugverkauf. Wobei, nee, ich habe noch genug Platz im Inventar. Ich würde den gerne ausprobieren. Ich benutze den mal. Ach nee, komm. Kann ich den auch hier irgendwie auf... So. Dann gehe ich mal zu Ari Bäffchen. Hallo Süße! Ich habe 13 Charisma, siehst du das? Kreaturen aus Tiefwasser? Oder kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Du könntest mich heilen, ich habe da ein Auerweh. Hier am Finger. Aribeth mustert euch von oben bis unten. Dann erhebt sie ihre Hände, um Tyr, den Gott der Gerechtigkeit, zu preisen. Ihr fühlt euch bereits besser. Okay, nee, ich muss mich in die Rolle einfinden. Ich will das ernsthaft lesen. Lebt wohl. Möget hier eure Schritte lenken. Okay, ich guck mal, ob ich das schon... Das Ding hier verkaufe ich mal. Oh, hat mir gar nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Das sind Schmugglermünzen. Dieser Vertrag, was ist das denn? Dieser Zettel hat mehr als nur einen Fettflecken und wurde kaum leserlich von Tomi unterzeichnet. Offenbar soll er der Beleg dafür sein, dass Tomi euch als Gefolgsmann dient. Ach so, das ist ja Tomi, stimmt. Portal nutzen 50 Gold für den Rückruf? Nee, am Arsch. Da laufe ich lieber von allein wieder hin. 50 Gold. So weit kommt's noch. Aber ich glaube, ich schaue mich erstmal hier in der Stadt um. Was haben wir da? Schild. Der Mantelturm. Hm,
ich erkenne euch. Ihr gehört zu Aribeths neuen Rekruten, richtig? Tut mir leid, aber dies ist die Magiergilde. Sie wird euch nicht interessieren. Okay, dann lebt mal wohl. Die Soundtracks fand ich immer so wunderschön gemacht bei den Spielen. Bürger, Bürger, Bürger. Das Ende ist nahe. Wie die Hochmütigen von Nesseril werden wir alle zu Staub zerfallen. Was ist hier drin? Abgeschlossen. Wächter. Gibt's hier vielleicht irgendwie einen coolen Laden? Phoebe. Wer ist Phoebe? Ich grüße euch, mein Freund. Okay, so eine Stimme hatte ich jetzt nicht erwartet. Was wollt ihr? Ich bin keine Stadtwache. Ich kann euch nicht helfen. Ich kann nur warten, dass die Pest mich erwischt. Und das kann ich noch nicht mal im eigenen Bett tun. Ich glaube nicht, dass ihr euch besser fühlen würdet, wenn ihr euer Heim verloren hättet, geschweige denn von Zombies verjagt worden wäret. Es ist nur das Bettlerviertel. Ich weiß, aber es ist besser, als hier zu sitzen und die Leichen brennen zu riechen. Vielleicht kann ich euch aushelfen. Warum solltet ihr mir helfen? Ich bin nur ein niederer Bauer aus dem Bettlerviertel. Die halbe Stadt ist vermutlich froh darum, dass der Ort überrannt wurde. Auch wenn es Zombies waren. Lasst mich einfach allein, bitte. Könnte ich euch dann vielleicht ein paar Fragen stellen? Bitte nicht. Ich möchte nicht mehr daran denken, als ich unbedingt muss. Wiedersehen. Ja, lasst mich einfach hier. Ich kann nirgendwo sonst hingehen. Das tut mir jetzt aber echt ein bisschen leid. Okay, dann rede ich mal hier mit Borlan. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Nein, was denke ich? Ich kann mir nicht einmal selbst helfen. Ich kann mich nicht einmal in meinem eigenen Heim verkriechen. Kann nicht heim ins Bettlerviertel. Wegen der Zombies. Kann nicht aus der Stadt raus. Wegen der Quarantäne. Was soll man machen? Im Gestank der Leichenfeuer ersticken vermutlich. Vielleicht könnte ich euch aushelfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne keinen, der es allein mit einer Armee Zombies aufnehmen könnte. Das Bettlerviertel ist vollständig überrannt. Mein Heim ist überrannt. Wiedersehen. Lebt denn wohl. Ich werde einfach hier bleiben. Kann nirgendwo sonst hin. Hallo Wickermaus. Okay, was ist das? Aua, lass mich in Ruhe, Wachhund. Ich will dir doch nichts tun. Ich bin Waldläufer. Durga. Hallo. Ja, kann ich etwas für euch tun? Der strahlende Ritter führt, was ihr benötigt. Zeigt mir mal, was ihr zu verkaufen habt. Und krault die Wicker. Wie sie komplett unsichtbar ist durch den Greenscreen gerade. Ich kraul die Wicker. Die Wicker ist eine tolle Katze. Und sie hat das Spiel minimiert. Geh mal runter von der Tastatur, Wicker. So. Ja, komm her. Langschwert, Bastardschwert, Umsäbel. Leichte Armbrust. Ah ja, du bist eine süße Katze, ich weiß. Zwei Hände. Tränke. Magische Gegenstände. Schutzring plus eins. Kann ich mir noch nicht kaufen. Ist schweineteuer. Amulett der natürlichen Rüstungsklasse plus eins. Kann ich mir auch nicht leisten. Okay, tschüss. Danke fürs Angebot zeigen oder so, aber kann ich mir alles nicht leisten.
Hört ihr mich noch gut, wenn das Mikrofon hier oben ist, oder hört ihr mich nicht mehr? Wehe den Unbußfertigen, denn sie werden zerschmettert werden. Hört ihr mich noch gut? Ach, Wicker, ja, ich lieb dich auch, mein Mäuschen. Ich lieb dich auch. Herrchen liebt dich ganz, ganz doll. Wir hören dich und sehen manchmal Wickers Po. Ach ja, ach du Süße. Lydia Harris. Kann ich euch helfen? Nein, was denke ich? Ich kann mir nicht einmal selbst helfen. Ich kann mich nicht einmal in meinem eigenen Heim verkriechen. Kann nicht heim ins Bettlerviertel. Wegen der Zombies. Kann nicht aus der Stadt raus. Blablabla. Okay, der erzählt das ja wieder andere. Was mit Lydia hier? Hallo. Okay, die erzählt dasselbe wie die andere. Was mit dem Mano? Hallo. Seid gegrüßt, ihr gehört zu den neuen Wachleuten. Sonst wäret ihr gewiss nicht so töricht, euch dem Tor zum Bettlerviertel zu nähern. Tut mir leid, einen Augenblick bitte. Der Gestank der brennenden Leichen schlägt mir wirklich auf den Magen. Als ob die Pest allein nicht schon reichen würde. Inzwischen ist es noch viel schlimmer als im Bettlerviertel. Habt ihr gehört? Es ist ein Albtraum da drin. Überall Zombies. Wir sorgen dafür, dass das Stadtzentrum nicht in Gefahr gerät. Aber wir können leider nichts für das Bettlerviertel tun. Steht das Gebiet unter Quarantäne? Lasst überhaupt Leute hinein oder wieder hinaus? Als Stadtwächter dürft ihr natürlich passieren. Abgesehen davon versuchen wir das Gebiet abzuschotten. Die Pest tobt im Bettlerviertel am schlimmsten. Und jetzt kommen da noch die Untoten dazu. Die Bedrohung durch die Zombies sorgt dafür, dass sich die Leute in ihren Häusern verschanzen. Dadurch gab es kaum Konfrontationen zwischen Wächtern und Leuten, die versuchen, die Quarantäne zu brechen. Die Hermiten durften das Viertel betreten, um ihren Schrein einzurichten. Man sagt, sie würden ihre Segen trotz allem unermüdlich verteilen. Ich zweifle allerdings daran, dass sie mit den Problemen durch die Untoten gerechnet haben. Gibt es irgendeinen Ort, den ich auf jeden Fall aufsuchen sollte? Es gibt da die Schenke zur schimmernden Schlange. Liegt im Süden des Zentrums vom Bettlerviertel. Dort hält sich auch Harben Aschenschmied auf und versucht, die Leute zu organisieren. Wer ist Harben Aschenschmied? Er ist ein guter Freund der Wache. Ich weiß nicht, welches offizielle Amt er begleitet. Er verwendet seinen offiziellen Titel nicht gern. Er ist lieber auf Du und Du mit den einfachen Leuten. Lebt wohl und wünscht mir Glück. Das werde ich, aber ich habe die Hoffnung für das Viertel schon aufgegeben. Es ist am übelsten von der Pest betroffen und jetzt töten die Untoten alle Leute, die sie erwischen können. Ja, aber ich glaube, ich mache erstmal tatsächlich das Hafenviertel, bevor ich da reingehe. Map heißt Karte. Da läuft Kyle. Wer ist Kyle? Seid gegrüßt. Okay, der pöbelt mich direkt an. Was ist das für ein Viertel? Das Verlassen der Stadt Niewinter ist untersagt. Wir können nicht riskieren, dass sich die Pest auf das umliegende Land ausbreitet. Okay, was ist das für ein Raum? Stadtzentrum. Einfach nur eine Baracke, okay. Aber das ist eine Kiste. Mit 4 Goldstücken drin. Und da ist auch eine Kiste. Mit
Pfeilen drin, die brauche ich gerade nicht. Was in der Kiste da hinten? Trank Rindenhaut, praktisch. In dem Fass ist auch ein Trank. Okay, dann können wir hier wieder raus. Seid gegrüßt. Der Segen von Erdmutter Chauntea und Baumvater Silvanus ruhe auf euch. Ich bin Nyatar, im Dienste der Natur. Vicar, der PC ist kein Kratzbaum. Komm mal mit. Ich geb dir ein Leckerli. Hallo, ich bin Daewin Laubwind. Darf ich einige Fragen stellen? Ich weiß eure Höflichkeit zu schätzen. Fragt, was ihr wollt, und ich werde so gut antworten, wie ich kann. Was ist eure Stellung hier? Ich sorge dafür, dass die Stadt nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht gerät, dass der Natur genügend Bedeutung beigemessen wird. Keine leichte Aufgabe in diesen Zeiten. Ihr seid Waldläufer, nicht wahr? Ich kann mich nicht irren. Ich erkenne Freunde des Waldes, wenn ich sie sehe. Viele Leute fallen der Pest zum Opfer. Aber die Tiere, sie leiden ebenfalls. Sie leiden in Käfigen, in einem Tierpark im Schwarzseeviertel. Es gibt einen Zoo in Niewinter. Er wird von einem Jäger und seiner adligen Anhängerschaft geleitet. Es ist ein schmutziger Ort, ein grausamer Ort. Ein Ort, an dem Böses geschieht. Die Tiere dort werden misshandelt. Er wird nicht neu eröffnet worden sein. Nicht während die Pest tobt. Nein, es gibt ihn schon länger. Ich habe versucht, seine Schließung zu erwirken. Doch das wurde durch die Pest endlos verzögert. Die Beamten, mit denen ich in Kontakt wegen der Angelegenheit stand, sind ebenfalls durch die Pest dahingerafft worden. Dadurch hat der Zoo eine Atempause bekommen. Sie wussten nicht, dass sich das Gesetz gegen sie gewandt hat. Doch jetzt haben sie Zeit, ihre Gräueltaten zu verschleiern. Was wisst ihr von dem Jäger? Montgomery Bloodschuss Wetterson. Seine Familie ist stets für die Rechte der Tiere eingetreten. Doch als sein Vater starb, hat Montgomery dieses Denken hinter sich gelassen. Nee, du hast nicht viel verpasst, Karottchen. Wir haben eigentlich die meiste Zeit geredet. Ich habe jetzt hier ein bisschen, bin ich rumgelaufen, hab mich hier mit den NPCs unterhalten. Und ja, du hast nicht viel verpasst. Wir haben nur erfahren, dass im Bettlerviertel Zombies sind und dass es wohl einen illegalen Zoo irgendwo im Adelsviertel gibt. Er sieht es als Fortschritt an, wenn er Herrschaft über Dinge erlangt. Über seine Familie, seine Geschäfte, über die Natur. Kreatur für Kreatur. Er ist aus dem Gleichgewicht geraten. Mehrere Adlige leben dank ihm äußerst gut. Ihr Einfluss schützt ihn vor dem Gesetz. Der wenige Druck, den ich auf ihn ausüben konnte, ist so einfach verpufft.
Ich werde euch helfen, diese Tiere zu befreien. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Ich will euch ein paar Dinge geben, die euch eure Aufgabe erleichtern sollen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man vorgehen könnte. Dieser Schlüssel wird euch Einlass in den Zoo gewähren. Meine Tiergefährten haben ihn gefunden. Und ich habe Kopien angefertigt. Die Wächter mögen versuchen, euch aufzuhalten, doch einfache Türen sollten kein Hindernis für euch darstellen. Hier, nehmt diese Schriftrolle. Pflanzentor. Wirkt den Zauber auf einen großen Baum in der Nähe des Zoos. Jedes Tier, das ihr zu diesem Baum, führt, wird hierher teleportiert. Bitte setzt eure Fähigkeit ein, um mit den Tieren zu sprechen. Führt sie in die Freiheit, die sie verloren haben und die sie hier am Fuß des goldenen Baums, großen Baums wiederfinden werden. Es gibt keinen Grund und keinen Sinn für ihre Gefangenschaft. Mit Tieren sprechen, kann ich das schon? Ich glaube, das habe ich noch nicht gelernt, den Zauber, den Skill. Moment, was ist hier? Klingenhandel, Hafenviertel, Halbsee, Halbinselviertel, Bettlerviertel, Stadttor, Schwarzseeviertel, Burg nie. Nee, ich will zum Hafenviertel. Da lang. So. Wie geht's dir, Karottchen? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr gestresst oder gehetzt. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Du musst nicht unbedingt hier im Stream sein, wenn du beschäftigt bist und irgendwas anderes zu tun hast. Nö, alles gut. Sohnemann ruht sich jetzt eh vom Kindergarten aus. Okay. Der goldene Apfel. Handelshaus Silbersegen. Da gehen wir doch mal hin. Die sind bestimmt günstiger als jetzt hier andere Läden. Immerhin ist das jetzt ja hier das Schmugglerviertel. Der hat doch bestimmt interessantere Waren. Wohl eine Narbe hinterlassen. Oder ist infiziert und voller Monster. Oh, die sind echt stark. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Dann heile ich mich nochmal. Oh, die kommen da raus. Haben die das früher auch schon gemacht? Noch ein Heiltrank. Überreste, was droppen die? Feuerkäferbauch, okay. Ist der irgendwie wertvoll? Bringt er mir was? Das scheint mal eine Taverne gewesen zu sein. Sieht zumindest so aus. Nieder mit den Halblingen! Ah! Säureangriff, wie fies! Bombardierkäfer!
Ich hoffe, das lohnt sich, dass ich hier reingegangen bin. Ein Schlafzimmer mit einer Truhe. Ich hab nicht gespeichert. Willkommen zurück, Karotte. Jetzt siehst du alles wieder vom selben Punkt wie gestern an. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Euer Schicksal ist besiegelt. Danke, das wäre doch nicht nötig gewesen. Jace, wer ist Jace? Ich grüße euch, mein Kind. Verloren! Es ist alles verloren. Nichts ist übrig geblieben. Wer seid ihr? Wen kümmert es, wie ich heiße? Ich war mal Jace, aber jetzt bin ich ein Nichts. Alles ist weg. Mein Heim, meine Familie. Sie haben alles verbrannt. Was ist hier geschehen? Sie waren krank, wisst ihr? Sie hatten die Seuche. Ich habe so gut aufgepasst, aber trotzdem wurden sie krank. Habe ihnen nicht helfen können. Meine Kinder, meine Frau, alle tot. Mein Haus, verseucht. Was hätte ich tun sollen? Ich habe es niedergebrannt. Ich habe alles verbrannt. Ihr habt euer eigenes Haus niedergebrannt? Hätte ich etwa in dem Bett schlafen sollen, in dem sie gestorben sind? In den Mauern leben, in denen ich sie dahin siechen sah? Ich weiß ja nicht viel über Seuchen, aber ich weiß, dass sie sich ausbreiten. Wir blieben hier, im Schutz des Hauses, brachten den Göttern unsere Opfer dar. Doch meine Familie starb dennoch. Die Pest ist irgendwie zu uns hereingekommen. Wie hätte ich dort drin noch leben können? Doch obwohl ich mich nicht ansteckte, sah ich meine Familie in jedem Schatten. Wie hätte ich dort weiterleben sollen? Tja, das ist ziemlich viel Pech auf einem Haufen. Oh nee. Kann ich etwas für euch tun? Nein, ich weiß nicht. Den heulenden Tod heilen, wie wäre es damit? Wäre das nicht etwas, wenn die Krankheit jetzt geheilt werden würde? Jetzt, wo es zu spät ist. Nein, ihr könnt nichts für mich tun. Ich habe nichts mehr. Ihr habt also überhaupt nichts mehr? Nichts. Überhaupt nichts. Nun, ich habe noch das Hemd, das ich da trage. Aber das sollte ich wohl besser auch verbrennen. Sollte mir wohl ein neues Hemd bei 20 im Köcher kaufen. Aha! Wenn ihr euch ein Hemd leisten könnt, müsst ihr also Gold haben. Gebt es mir! Lebt wohl. Es ist nichts übrig geblieben. Alles verloren. Die schäbige Schenke. Da gehen wir doch mal rein. Mal gucken, wie schäbig die schäbige... Dann kommt mal schön zur Tür und lasst euch anschauen, nicht? Ich kenne euch nicht, oder? Nein, tue ich nicht. Ihr seid kein Mitglied und habt keinen Zugriff. Zutritt. Wer müsste ich denn sein, um eingelassen zu werden?
Wenn ihr nachfragen müsst, seid ihr nicht willkommen. Das hier ist ein privater Club. Hier sind nur Mitglieder oder Angehörige ähnlich denkender Gruppen willkommen. Wie kann ich einer dieser Gruppen beitreten, wenn ihr mich nicht einlasst? Das geht mich nichts an. Entweder ihr beschafft euch eine Uniform, die ich erkenne, oder schiebt ein paar Schmugglermünzen rüber. So, und jetzt verschwindet. Ich hab Schmugglermünzen. Wie wäre es mit 5 Schmugglermünzen? Das ist doch etwas, oder? Das ist ein brauchbares Angebot. Die Tür steht euch und den Angehörigen eurer Gruppe offen. Macht aber keinen Ärger. Hat's doch was gebracht, die ganzen Meuchelmörder abzuschlachten. Was haben wir? Vitjan. Ich rede erstmal nochmal mit Tomi. Was kann Tomi für euch tun? Ich möchte mit euch reden. Oh, und an welches Thema habt ihr da gedacht, mein Herr? Ich möchte gern etwas mehr über euch erfahren. Ah, oh, merkwürdig, dass ihr mich so etwas fragt, mein Herr. Die meisten Leute glauben Tomi Untergalgen wegen seines Rufes nur zu Genüge zu kennen. In Kalimhafen erzählten sich die alten Männer Geschichten von meinen Taten in der Kneipe. Ich spreche jedoch nicht von Heldentaten. Ich bin ein Halbling der Unterwelt, wenn ihr euch erinnert. Von welchen Taten sprecht ihr dann? Oh, nichts besonders Gemeines oder Böses, wie ihr vielleicht denkt. Ich hatte schon oft Ruhm und Reichtum und habe beides schon genauso oft wieder verloren. Mein berühmtes Meisterstück ist in der Tat einer der Gründe, warum ich nach Niewinter kam, als ich aus Kalimshan floh. Boah, irgendwie tränt mein Auge gerade. Müssen die Allergien sein. Ich habe die meisten Jahre in Kalimhafen verbracht, in den Diensten einer mächtigen Medusa. Sie hatte große Macht in der Unterwelt der Stadt. Und das ist keine Kleinigkeit. Selbst wenn man einen versteinernden Blick hat. Eine Medusa? Meint ihr das ernst? Sehr ernst. Sie hatte ein gutes Gespür für Geschäfte und war so skrupellos wie jeder ausgebrühte Sheik. Sie war allerdings bei Geschäften unter 4 Augen nicht so gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war bei beschäftigt, um, nun ja, Botengänge zu erledigen. Einbrüche, Nachrichten überbringen, ihre Katze ausführen, Attentate, das Übliche halt. Ich habe meinen Job gut gemacht und war dafür auch ausreichend bekannt. Der Job, der mich berühmt machte, war der letzte, den sie mir gab. Ich sollte das Haus eines bekannten Wesirs infiltrieren, Sabalan Vihayet, und ihn töten. Ihr wart ein Assassine? Wie schrecklich! Wenn es euch tröstet, mein Herr, ich bezweifle, dass ich je jemanden getötet habe, der es nicht verdiente. In Kalimhafen tut man, was man kann, um zu überleben. Wir müssen Geschäfte erledigen, würde ich sagen. Vielleicht ist es besser, wenn ich den Rest der Geschichte ein andermal erzähle. Was meint ihr dazu? Ich möchte den Rest aber jetzt hören. Ihr seid ja ungeduldiger als ein besoffener Kameltreiber in der Warteschlange beim Salzmarkt, was? Aber fragt mich ein andermal und ich werde den Rest der Geschichte erzählen. Schön, schön. Wen haben wir hier? Schenkengast. Vitjan. Ja, jetzt geht's schon wieder. Ich habe nichts, das ist auszahlen zu stehlen. Nur hier, um ein Stückchen zu trinken. Mich interessiert die dumme Auktion nicht. Was habt ihr über die Auktion gehört, Freund? So angebliche Heilmittel für die Pest sein oder sowas. Rengau war nicht bereit, mehr darüber zu verraten. Muss wie üblich möglichst geheimnisvoll tun, der alte Angeber. Doch das hat die Menge... Doch das hat der Menge nicht ganz so gepasst. Kallik hatte beinahe einen Anfall. Ich denke, da wird noch was. Habe ich was gesagt?
Wo wird die Auktion stattfinden? Ihr seid wegen der Auktion hier? Na, genau hier wird sie stattfinden. Wenn man sie nicht ablässt, also ich weiß nicht. Ja. Ihr habt etwas von einem Mann namens Kallik erzählt. Leutnant Kallik. Denk länger, zu alt, zu auffällig. Kein Respekt für Tradition, dieser Mann. Ich sag nichts mehr, außer... Sie haben sie entführt. Wisst ihr? Daranai, das ist Wengaus Mädchen. Sie haben sie runtergebracht, denke ich. Ich muss mich hinsetzen. Betrunkene finde ich immer besonders einfach zu Schauspielern. Und die machen echt Spaß. Was? Lasst mich. Hab euch nichts zu sagen. Möchte nicht mit euresgleichen gesehen werden. Ich wollte nur etwas über die Auktion wissen. Ich hab doch gesagt, man darf mich nicht mit euch sprechen sehen. Verschwindet! Gibt's ein Problem mit dieser Person, Christoph? Soll ich ihm das klar machen? Danke, Jalek. Es geht schon. Er wollte sowieso gerade gehen. Okay, wen haben wir hier noch? Da ist der Auktionator. Schenkengast, Schenkengast. Kunde. Kann ich mit dem reden? Hallo. Was wollt ihr? Wenn ihr es kurz macht, ein paar Minuten habe ich schon. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Aber macht's kurz. Geht hier irgendwas Merkwürdiges vor? Seht euch doch bloß mal um! Lauter raubeinige Blutsegler, eine Versteigerung, die einfach nicht anfängt und den ganzen Abend hat sich von den hohen Tieren... bei den Blutseglern noch kein einziger hier blicken lassen. Ich wüsste gern etwas mehr über die Blutsegler. Ha! Deren Geschichten gehen mich nichts an. Und am wenigsten ihre Streitereien untereinander. Ich halte jetzt besser die Schnauze. Kann nämlich nicht gut schwimmen. Schon gar nicht in einem Sack voller Steine. Ach kommt, wird schon nichts passieren, wenn ihr mir was erzählt. Verzeiht, aber ich werde mich da nicht einmischen. Wenn Kallik Wengaul ans Leder will, ist das seine Sache. Uns beide geht das nichts an. Ich möchte gern mehr über die Auktion wissen. Anscheinend weiß keiner so recht, was hier laufen soll. Wengaul Blutsegel hat sie organisiert. Aber er ist immer noch nicht da. Vielleicht wird alles abgeblasen. Ich habe gehört, dass ein Heilmittel für die Pest verkauft werden soll. Die Gerüchte haben sich praktisch überall herumgesprochen und ich denke... dass einige Leute Angst hatten, die Stadtwache würde davon Wind bekommen. Ich weiß nicht, wie ihnen das alles entgehen konnte. Mir kam es fast so vor, als ob Wengaul wollte, dass sie davon erfahren. Er liebt es, eine riesen Schau abzuziehen, der alte Mistkerl. Er geht gerne Risiken ein. Manchen seiner Männer gefällt das aber gar nicht. Okay. Dann rieche ich mich hier mit dem Auktionator. Seid gegrüßt. Dieser verdammte Wengaul habe für einige von diesen Sachen viel Geld ausgegeben. Und jetzt kommt er zu spät und wir können nicht anfangen. Ah, zur Hölle damit. Möchte irgendjemand etwas kaufen? Für Schmugglermünzen habe ich ein paar Spezialitäten im Angebot. Zeigt mir mal eure Spezialitäten. Ich habe da so einiges. Wollt ihr Waffen, Rüstung oder etwas von meinen sonstigen Waren? Rüstung. Ich hätte eine magische Brustplatte. Eine mittelschwere Rüstung für 15 Schmugglermünzen. Wie viel habe ich denn? 3.
Ich kann euch einen magischen Schild für 9 Schmugglermünzen anbieten. Ich hätte einen magischen Lederpanzer, eine ganz prächtige, leichte Rüstung für 5 Schmugglermünzen. Vielleicht ein andermal. Oh. Gut, dann gehe ich noch mal raus und gucke, dass ich ein paar... Ich glaube, ich habe das Spiel noch nie zu Ende gespielt. Ich mag es aber wirklich sehr. Ich habe das auch nie zu Ende gespielt, tatsächlich. Das ist doch jetzt mal ein gutes Timing, dass wir das zu Ende spielen. Was ist das? Schild zum goldenen Apfel. Gilda. Tut mir leid, die Küche bleibt heute Abend geschlossen. Ist ja auch kaum was los wegen der Pest und so. Habt ihr irgendetwas Seltsames gesehen oder gefunden? Ach ja, eine Schmugglermünze, so nennt man das, glaube ich. Kriege hin und wieder mal eine. Komische Dinger. Kann ich die Münze haben, bitte? Denke schon. Sonst kriegt Jero sie meistens. Ich bekomme sie manchmal von... Hallo C-Piet, schön, dass du da bist. Und danke für dein Follow. Wie geht's dir? Wer ist Jerol und wo kann ich ihn finden? Ihm gehört der Laden 20 im Köcher. Liegt östlich von hier. Mehr auf der anderen Seite des Hafenviertels. Wisst ihr, wo ich Kallik und Wengaul finde? Weiß nicht. Kallik hat ein Haus in der Nordostecke des Viertels, falls ihr ihn besuchen wollt. Ich habe eine Menge zu tun. Verzeiht, dass ich euch belästigt habe. Schon gut, schon gut. Polerü, ganz gut, danke der Nachfrage. Und selbst mir geht's gut, mir geht's gut. Wisst ihr, was ich mir nur gerade frage? Gilda ist eine alte, gebrechliche Dame. Und das ist ihr Charaktermodell. ja. Die hat sich gut gehalten für ihr Alter, würde ich sagen, oder? Die sieht richtig, richtig knackig noch aus. Hier haben wir die alte Gilda und hier haben wir die junge, sexy Gilda. Hallo, Lackwurst. Hat die mir jetzt eine Münze gegeben? 4. Ach schade, ich kann immer nur eine von ihr bekommen. Hätte ja sein können, die ist doch sicher gefotoshoppt. Ja, hätte ja sein können, dass ich mehr als eine Münze von ihr bekommen kann. Ich hätte jetzt gern die 15 Schmugglermünzen, um hier mir die magische Rüstung zu kaufen. Wobei ich nicht weiß, ob das dann auch wirklich die magische Rüstung ist, die mir versprochen wurde, oder ob ich da irgendwie reingelegt werde. Was ist das? Normal gefährliche Falle Kälte. Was es halt so in der Kneipe gibt. Yep, schon erledigt. Ich speichere mal, bevor ich jetzt wieder hier irgendwie drauf gehe. Ich vergesse nämlich immer zu speichern. Wie geht's dir, Lackwurst? Okay. Ach,
könnten jetzt nicht hier noch irgendwo so 15 bis 20 Banditen spawnen? Jeder mit einer Münze. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich sollte mal wieder einen Heiltrank trinken, sehe ich gerade. Aber ich muss sagen, ich finde diese Enhanced Edition echt schön gemacht. Man merkt, dass die Beleuchtung wesentlich schöner ist und die Lichteffekte. Vor allem hier, wenn du das Wasser anguckst. Moment, ein bisschen näher ran ans Wasser. Das Wasser sieht viel besser aus als damals im Original. Ja, kann man nicht klagen. Und es läuft halt wunderbar unter Windows 10. So weit, so gut. Heute wieder in der Firma unterwegs. Und wie ist das Wertebefinden bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Ich habe mir gedacht, ich streame mal spontan am Mittag, weil ich irgendwie Lust hatte, weil ich habe heute nichts zu tun und ich hatte Bock. Und für gewöhnlich mache ich eigentlich immer nur so Dienstag- und Donnerstagabend-Streams und habe mir gedacht, hey komm, du bist so oft um die Mittagszeit auf Twitch und guckst dir andere Streamer an, da kannst du auch mal live gehen. Morden. Der Kerl ist tatsächlich Morden. Hamel Masterson, Agnes Masterson. Wir reden mal mit denen. Hallo. Dem Herrn sind seine Besitztümer sehr wichtig. Dann rede ich mal mit Hamel. Ich grüße euch. Ah ja, ihr da, seid mir gegrüßt. Ich bin Hamel Masterson. Das ist um meine Frau Agnes und unserer Butler Morden. Ich frage mich, ob ihr zufällig einen Mann namens Kallik gesehen habt. Er hat mir von einem ein Amulett erhalten und er scheint uns vergessen zu haben. Vergessen? Ich habe euch doch gesagt, man dürfte ihm nicht vertrauen. Ich bin mir wohl bewusst, was ihr gesagt habt, meine Liebe. Doch lasst mich jetzt bitte mit diesem netten Herrn hier sprechen. Was für Probleme gibt es denn? Nun, ich muss zugeben, dass es recht peinlich ist. Wisst ihr, man hat uns eingeredet, dass wir einen Fluchtweg aus Niewinder finden könnten. Wir wollten der Quarantäne entgehen. Ich habe einen Transport arrangiert, der uns vom Hafen weg in Sicherheit bringen würde. Ich habe einem Mann ein Amulett gegeben, bei dem es sich um ein wertvolles Erbstück handelt. Er schwor, er würde es ehrlich mit uns meinen. Hemmel, ich kann auch schwören, dass ihr zu was fähig seid, aber deswegen ist das doch lange nicht wahr. Wer war dieser Mann? Ein wohlgekleideter Gentleman mit Namen Kallik. Er versprach mir, er würde bald sein eigenes Schiff erhalten. Vermutlich hat er es auch noch gestohlen. Also ehrlich, Hemmel, ihr könnt wirklich ein schöner Dummkopf sein. Meine Liebe, also wirklich, er kam mir aufrichtig vor. Vielleicht kam er zurück. Kommt er zurück? Es ist doch erst ein Tag. Ihr habt ihn also mit dem Amulett bezahlt? Das Amulett war ein wertvolles Familienerbstück. Ein hoher Preis für wahr. Doch wenn es um die Sicherheit meiner Lieben geht, dann will ich nicht kleinlich sein. Ich habe euch doch gesagt, dass er uns hereingelegt hat. Dieser Kallik hat irgendwelche vagen Versprechungen gemacht und ihr habt ihm alles gegeben. Bis jetzt ist doch gar nichts bewiesen, meine Liebe. Dennoch hätte ich gerne irgendeine Gewissheit. Immerhin ist es ja ein wertvolles Amulett gewesen. Es ist ein Erbstück, das schon lange in der Familie weitergereicht wurde. Wie wertvoll ist denn wertvoll? Nun, ich sollte vielleicht sagen, dass es sich wohl eher um ein Stück mit sentimentalem Wert handelt. Es hing seit Generationen über dem Kamin im Haus unserer Familie. Nur weil ihr ein zu großer Feigling gewesen seid, um es anzulegen, Hemmel. Nun, ich muss zugeben, das Ding hat vermutlich auch irgendwelche praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Aber es ist schon zahllose Jahre her, dass ich einen Masterson herabgelassen hätte, in irgendwelchen dreckigen Gewölben herumzustochern. Ich schätze mal, ich kann mir die Sache mal ansehen.
Ich wäre euch äußerst dankbar, wenn ihr das tun würdet. Herr Kallig scheint sich ungewöhnlich viel Zeit zu lassen. Er sagte, er würde ein Schiff vorbereiten, doch er verließ uns stadteinwärts. Er hat da so eine Notiz von einer Auktion fallen lassen. Vermutlich habt ihr ja bereits so einen Zettel, da ihr euch ja hier in der Gegend offensichtlich gut auskennt. Mir nutzt das nicht viel. Ich bin hier nur ein Fremder. Doch bitte bringt mir ein Amulett, falls ihr es finden solltet. Es trägt das Masterson-Wappen und kann leicht identifiziert werden. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, der Quarantäne entfliehen zu können. Ich möchte nur zurückhaben, was rechtmäßig mir gehört. Okay, ist das ein... Oh, ein Schläger, den kann ich verprügeln. Dann kriege ich eine Münze. Toll. Und noch einer. Oh, toll. So, und jetzt werdet zu Loot. Löst euch auf und werdet zu Loot, denn Loot tut gut. 5. 7. Okay. Ich will die magische Rüstung. Oh, da sind noch welche. Wie toll. Und noch einer. Toll. Ich fühle mich wie Obelix an Weihnachten. Okay, jetzt habe ich schon mal 10 Münzen. Sind hinten noch welche? Nö. Schade. Ich will doch nur Schmugglermünzen. Uhu. Ich tu doch nichts, außer mit dem Schwert zu hauen. Ich will doch nur Schmugglermünzen. Uhu. Und da sind ja welche. Toll. Ah, ich hab 15. Cool, ich habe 15 Schmugglermünzen. Gibt's hier noch irgendwo welche, die ich verprügeln kann? Oh. Da! Wird wohl eine Narbe hinterlassen. Okay, die Position ist kacke. So. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Nieder mit den Halblingen! Okay. Überreste, Schmugglermünze. Toll. Überreste, Schmugglermünze. Toll. Überreste, Schmugglermünze. Auch toll. Dann hier noch eine Schmugglermünze. Oh, 4 sogar. Grandios. So, dann habe ich genug Schmugglermünzen. Okay, Karte aufrufen. Da oben ist die schäbige Schenke. Nee, auf der anderen Seite. Hier lang. Dann kann ich jetzt hier direkt mal... Zeigt mir mal eure Spezialitäten. Rüstung. Magische Brustplatte für 15 Münzen kaufen. Zeigt mir, welche Waffen ihr anzubieten habt. Magische Doppelakt. Das magische Langschwert für 10 Münzen kaufen. Ihr habt nicht genügend Schmugglermünzen, um das zu kaufen. Hä? Hab ich nicht?
Rüstung nicht identifiziert. Ist halt die Frage, ob die verflucht ist. Die ist bestimmt verflucht, oder? Ja, ich brauche noch eine Schmugglermünze. Hier liegen Überreste. Ist da eine Schmugglermünze dabei? Ja, tatsächlich. Wie gut, wie gut. Und noch eine. So, dann kann ich das magische Schwert kaufen. Seid gegrüßt. Nee, ich hab einen Zweihänder. Einen magischen Umhang, der von Nymphen hergestellt wurde. Dann wäre da noch eine magische Schärpe. Seht nur, wie sie funkelt. Für 6 Schmugglermünzen sicherlich ein gutes Angebot. Habe ich nicht einen magischen Umhang schon? Schutzmann gegen Böses. Ich nehme mal die magische Schärpe. Okay. Und dann benutze ich mal den Rückrufstein und gucke, ob ich das irgendwo identifizieren lassen kann. Ich grüße euch. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tiefwasser? Ich lasse mich erstmal heilen. So, Dienste des Tempels. Oh, wo konnte ich nochmal Sachen identifizieren lassen? Ich grüße euch. Olef. Der Unparteiische grüßt euch. Willkommen im Haus Tiers. Ich bin der ehrwürdige Richter Olef Uskar im Dienste des verkrüppelten Gottes. Hallo Olef. Ich bin Daelvin Laubwind. Würdet ihr einige Fragen beantworten? Dieses Haus Tiers begrüßt eure höfliche Anrede. Fragt, was ihr wollt, und ich werde antworten, so gut ich kann. Was ist eure Position hier? Wir pflegen jene, die an der Pest leiden. Vorher waren wir mit der Bergung von Artefakten beschäftigt, was jetzt vielleicht noch dringlicher sein wird. Das ist wirklich eine Angelegenheit, die nur die mit einer geistlichen Einstellung etwas angeht. Und ich glaube, ihr gehört nicht zu der Sorte. Soll keine Beleidigung sein. Ich könnte vielleicht trotzdem helfen. Nein, obwohl ich euer Angebot zu schätzen weiß, sollte dies besser jemandem überlassen werden, der die Bedürfnisse der Kirche besser verstehen kann. Okay, dann vorerst. Ich benötige die Dienste des Tempels. Was könnt ihr anbieten? Tempeldienste sind von Ariber verhältlich. Sie hilft uns aus, weil auch wir unsere Verluste durch die Pest hatten. Dann vorerst auf Wiedersehen. Ich dachte, du könntest vielleicht meine Rüstung identifizieren. Aber hier gibt es ja noch eine Tür. Die Tür ist verriegelt. Kannst du... Grüß euch. Schön, euch wiederzusehen. Nee, die können auch nicht identifizieren. War wohl nichts. Boah, ist das lange her. Ich weiß nicht mehr, wo man in dem Spiel Sachen identifizieren lassen konnte. Ich mochte immer die Melodie in dem Tempel. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um.
Das ist ja die Magiergilde, hat die irgendwie... Ich erkenne euch. Ihr gehört zu Aribeths neuen Rekruten, richtig? Ich benötige Ausrüstung für das Wirken von Zaubern. Ah, ich wollte es nicht verkaufen! Oh. Oh. Oh, bin ich dumm. Dreizehn Uhr elf habe ich zuletzt gespeichert. Oh, Kacke. Oh, bin ich doof. Bin ich doof, Leute. Ich bin so doof. Das tut ja schon weh, wie doof ich bin. Okay, dann gehe ich erstmal rum und sammle alles ein, was hier noch so rumliegt. 8. Ich helfe dir mal. Ein durchschlagender Erfolg. Oh, ich sehe schon, du brauchst keine Hilfe. Das ist doch schön. Oh, eine Truhe. Mit 4 Goldstücken. Hübsch, hübsch, hübsch. Da liegen noch Überreste. Aber nur der Zettel. Oh, ein neuer Schläger. Zum Verprügeln. Und noch ein Schläger. Und noch einer. Da ist noch einer. Ein durchschlagender Erfolg. Ich trinke mal einen Heiltrank. Wer ist denn eigentlich noch so alles da im Stream? Okay, der hat nur diesen doofen Brief. Das ist ein bisschen enttäuschend. Oh, da liegt auch noch Loot. Habe ich das schon gelootet? Karottchen ist da, das ist schön. Da wird es gleich gemütlicher im Stream, wenn Karottchen da ist. Ach, mit denen muss ich noch reden, mit Hemmel. Ich grüße euch. Das überspringe ich gerade mal, das habe ich eben schon alles vorgelesen. So. Und speichern. So. Dann gehe ich noch mal hier ein bisschen lang, schaue mich hier um, ob hier irgendwas Schönes ist. Vielleicht irgendjemand, der Haue will. Denn ich habe noch richtig viel Haue übrig. Und jeder, der Haue will, der kann auch Haue bekommen. Ich bin da sehr großzügig mit. Ja, wenn es um Haue geht, bin ich echt nicht geizig. Haue kann jeder bekommen. Denn wie hat meine Mama schon gesagt,
Haue ist für alle da. Ein richtig schöner Backpfeifenkaffee. Seid gegrüßt. Rüstung, ja, ja, ja. Magische Brustplatte, ja. Weiter, weiter. Magische Schärpe, kaufe ich. Kann ich den magischen Umhang auch kaufen? Nee, da fehlen mir noch ein paar. Wie viel habe ich denn? Ah, gar keine mehr. Aber ich speichere mal nochmal. So. Jetzt brauche ich nur jemanden, der mir den Scheiß identifizieren kann. Wer ist Festilat? Hier, diese Goldmünzen sind für euch. Ah, ihr seid zu groß, großzügig. Ihr wisst von dem Wert einer Münze für einen Fremden. Und vielleicht weiß dieser Fremde ja auch etwas. Ich habe an Gold kein Interesse, sondern an euch. Was macht ihr hier? Dies hier ist keine freundliche Gegend. Warum ist dieses Viertel so gefährlich? Ein Spektakel, eine Herausforderung. Doch die Spieler revoltieren. Ihr solltet teilhaben. Der Markt hat, was ihr sucht. Habt ihr die Währung der Diebe bei euch? Oder die Kleidung der Gilde? Die gute alte schäbige Schenke wird sich sonst nicht für euch öffnen. Aber was weiß ich schon von diesen Dingen? Händler zittern, das Geld fest umklammert und Piraten passen auf ihre Uniform ebenso gut auf wie auf ihre Schiffe. Ich bin nur ein Bettler unter Königen und im Dienste von beiden. Einen schönen Tag wünsche ich. Ja, danke, das war ein sehr nutzloses Gespräch, aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Oh, ein Meuchelmörder! Endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Ich freue mich! Nein, heute stirbt ihr! Guck mal, mein Schwert ist viel größer! Heiltrank! Ich hätte beinahe was ganz Dummes gemacht. Fünf. Ich brauche mal 14. So. Schön, dass man hier so viele Heiltränke findet. Ich lasse mich nochmal zu Aribeth teleportieren. So, das packe ich mal dahin. Die kann mich nämlich kostenlos heilen. Willkommen. Bringt ihr mir euch? Lebt wo? Ich guck grad mal, wo man hier in dem Spiel identifizieren lassen kann. Untersuchen. Okay, mein Sagenkunde-Wert ist nicht hoch genug.
Ich muss das bei einem Händler machen, aber bei wem? Okay, ich muss sagen, Kunde lernen. Aber angeblich geht das bei jedem Händler. Willkommen. Bring. Was ist das Auge? Das Auge identifizieren? Ja. Brustpanzer plus 1. Oh, der kostet sonst 1300. Das hat sich gelohnt. Und die Schärpe ist... Schimmernde Schärpe. Als die Fähigkeiten der Magierin Mitnacht so sehr anwuchsen, dass sie einen Platz in den Göttern einnehmen konnte, trank ihre Seele die Magie direkt aus dem Stoff des Gewebes. Sie stieg zur Göttin auf, wobei sie ihr sterbliches Selbst und ihre Ausrüstung zurückließ. Doch auch diese Gegenstände wurden verwandelt. Ihre Schärpe nahm so viel Energie auf, dass sie zerriss. Und jedes der Teile wurde zu einem eigenen mächtigen Gegenstand, der den Träger vor magischen Angriffen schützt. Cool! Da hat sich das tatsächlich gelohnt. Es war überhaupt nichts verflucht. Das ist cool. Das ist cool. Hätte ich nicht gedacht. Bringt ihr mir noch... Hier, das kann ich verkaufen. So. Dann nochmal speichern. Und wieder ins Hafenviertel. Hallo, Herzog. Ich habe von eurer Tochter gehört. Es tut mir leid. Elmata wird über sie wachen, bis ich bei ihr sein kann. Seid gegrüßt. Hallo. Was ist das? Schild. 20 im Köcher. Okay, da gehen wir doch mal rein. Wächter, Wächter, Gerol. Kann ich euch helfen? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Darf ich euer Augenmerk zunächst auf meine Wachen und meine zahlreichen Alarmvorrichtungen lenken? Ich habe nichts gegen jene, die sich ihren Lebensunterhalt als Diebe verdienen. Nur bin ich nicht mehr dazu bereit, zu ihren Opfern zu gehören. Ich muss mich schließlich auch durchschlagen. Selbstverständlich. Könnt ihr irgendetwas anbieten, das mich interessieren könnte? Ich habe natürlich alle normalen Ausrüstungsgegenstände. Ich kann auch andere Dinge anbieten, aber die interessieren euch vermutlich nicht. Ihr gehört zur Stadtwache, oder? Also, wenn ihr mir nicht zeigt, was ihr anzubieten habt, könnt ihr das auch nicht herausfinden, oder? Jetzt kommt's schon. Ich denke wirklich nicht, dass ihr interessiert seid. Wächter wie ihr kommen normalerweise nicht als Kunden in die schäbige Schenke. Ihr tretet normalerweise die Tür ein und macht Ärger. Dann zeigt mir einfach die normale Ausrüstung.
Wie viel Schaden macht denn das Langschwert plus 1? 1W8. Und mein Zweihänder macht 2W6. Der Zweihänder plus 1? Oh, der hat einen Zweihänder plus 1. Kostet? Oh, 2439. Das ist mir noch ein bisschen zu viel. Entschuldigung, Bro, das wird nichts. Also wir kommen jetzt erstmal nicht ins Geschäft. Dann gehe ich lieber erstmal nochmal zur schäbigen Schenke. Die war da. Ich und mein Orientierungssinn. Selbst mit Minimap verlaufe ich mich immer. Wie viel habe ich noch von den 5? Das ist ein bisschen wenig. Es könnte hier mal noch ein paar Gegner geben für mich. Ich könnte auch einfach... Hier irgendwo war so ein Haus von den Piraten. Was steht da für ein Schild? Zum goldenen Apfel. Okay, nee, das ist nur die Taverne. Die hatten irgendwo ein Haus. Die Piraten. Eigentlich kann ich auch einfach da reingehen und die ganzen Piraten mal ein bisschen mit dem Messer massieren. Was ist das für ein Haus? War wohl nix. Von der anderen Seite verriegelt. Okay, da komme ich nicht rein. Was ist das? Hafenviertelhaus. Ach, ist einfach ein Haus von irgendeinem Bürger. Hallo. Wer seid ihr? Räuber? Stadtwache? Spielt doch keine Rolle. Vor der Pest sind wir alle gleich. Ihr werdet nicht hier bleiben wollen, was immer ihr wollt. Ich arbeite als Wache. Ich brauche Informationen. Ihr habt Fragen. Ich auch. Zum Beispiel, wozu ihr eigentlich gut seid, Wache, wo ihr trotzdem alle an der Pest verrecken. Erklärt mir das. All meine Freunde liegen entweder im Sterben oder beklagen jemanden, der gestorben ist. Die Pest tötet ihre Opfer. Doch für die Hinterbliebenen ist es fast noch schlimmer. Ihr könnt also verstehen, dass ich nicht viel für einen Stadtwächter übrig habe. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie von mir aus. Ihr werdet wohl einen dummen Bericht abgeben müssen oder so ein Zeugs. Habt ihr Kenntnisse von irgendwelchen seltsamen Vorgängen? Von Gerüchten? Vielleicht. Wisst ihr, ich will ja niemandem was nachsagen. Wirklich nicht. Und was spielt es denn für eine Rolle? Ich meine, wo wir doch alle sterben müssen. Nun, warum sollte ich es euch eigentlich nicht verraten? Ich weiß aber nicht viel. Ich habe nur gehört, dass es innerhalb der Reihen der Blutsegler Streitigkeiten gibt oder so. Es gab Proklamationen von irgend so einer Auktion in der schäbigen Schenke. Bengal Blutsegel selbst will dort irgendein Spektakel veranstalten oder so. Seinen Männern dürfte die ganze Aufmerksamkeit gar nicht passen. Ich weiß, man redet davon. Nun, ihr könnt euch ja denken, was passiert, wenn man einen Haufen Piraten verärgert. Ich habe einen Mann namens Kallik zufällig in der Schenke zum goldenen Apfel belauscht. Nun, aber das ist wohl alles, was ich dazu sagen sollte. Ich mag ja vielleicht an der Pest sterben, aber zumindest möchte ich das ohne zertrümmerte Beine machen. Wengaul veranstaltet ein Spektakel? Er liebt es, möglichst aufwendig und aufsehenerregend zu tun. Ich denke, es handelt sich um eine Auktion oder so etwas. Ich hörte, dass sie für eine Menge Aufregung gesorgt hat. Viele Leute wollen Geld deswegen haben. Jemand hat gesagt, er hätte etwas mit der Pest zu tun. Aber irgendwie hat im Moment alles irgendwas mit der Pest zu tun. Die Leute haben Angst. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl.
Und bitte lasst in meinem Haus alles so wahr, so wie es war, bevor ihr hergekommen seid. Hat ihr überhaupt was zu looten? Der hat einen Wandschrank, was da drin? 3 Goldstücke. Ach komm, die kann der behalten, der arme Kerl. Okay, ich würde mal ganz kurz für kleine Krieger gehen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Was habe ich hier für Nachrichten auf dem Handy? Ah, neue Follower auf YouTube. Schön, schön, schön. Da geht's gerade richtig ab.
habe mir mal einen Schokoriegel geholt. Ein durchschlagender Erfolg. Feuer sie an dich! Komm schon! Okay, jetzt habe ich 11. Ich will aber noch mehr. Na klar. Da. Aber ich muss sagen, das macht mir gerade echt Spaß. Ich glaube, ich streame öfter mal tagsüber. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das gerade? Warum ist man dann gerade nicht so müde? Wie sonst? Kann man machen. War wohl nix. Jetzt weiß ich, warum Bud Spencer immer erst in aller Ruhe fertig gekaut hat, bevor er zuschlug. Helden mit vollem Mund kann man nicht wirklich ernst nehmen. Und denke mal daran, Puffin gibt dir die Kraft, die du brauchst. Was ist das? Handelsgeschäft Silbersegen. Zutritt verboten, Schädlingsbefall. Ach, das waren die. So, dann machen wir die Tür auf. Gehen rein. Locken die an. Hallo, und dann gehen wir da raus. Komm. Du sollst eigentlich bei mir bleiben und dich nicht umbringen lassen. So, dann speichern wir nochmal. Denn wir gehen gerade mal zur Abwechslung taktisch vor. Da ist noch einer. Und noch einer. Das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Cool, cool, cool. Dann geben wir ihm einen Heiltrank.
öffnen wir mal hier die Tür. Es muss ja irgendwas Cooles geben, dem Gebäude. Außer Schädlinge. Sind die überhaupt irgendwas wert, die Panzer? Ich sammle es einfach mal ein. Der hat lauter kleine Kisten hier in seinem Lager mit Totenköpfen drauf. Irgendwelches gutes Loot gibt es hier bestimmt. Komische Geräusche in dem Haus. Bilde ich mir das ein oder höre ich jemanden schnarchen? Dabei. Ich wechsle mal auf den Bogen. Oh, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Okay. Da ist ein Fass. Nur 2 Goldstücke drin. War wohl nix. Kannst du nicht eine Falle entschärfen? Oder kann ich Fallen entschärfen? Was ist in der Kommode drin? 3 Goldstücke. Hallo, was kann Tommy für euch tun? Ich dachte, Tommy könnte Fallen entschärfen als Dieb. Ich heilen, Stellung halten, folgen, nächstes Ziel angreifen, Zauber wirken. Weitere Aktionen. Mit Fallen umgehen. Ah, Gepäck. Mit Fallen umgehen. Bringt das was, wenn ich da mit dem Bogen drauf schieße? Ich habe keine Zauber. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ich speichere mal, dann gucke ich mal, ob ich die Falle diesmal überlebe. Glaub's aber nicht. Ups. Verdammt. Nö. Ah, dieses Ups. Wenn man da in die Falle tritt, das ist schon irgendwie lustig. Wieso kann ich die Falle nicht entschärfen? Das ärgert mich. Heilen, Beitrag zur Aktion, Zauber wirken, deaktivieren. Wie geht's dir, Lisa? Okay, dann muss ich erst Fallen entschärfen lernen, bevor ich daran kann.
Ja, dann würde ich sagen, ich suche mal das... Soweit ganz gut. Und dir? Ja, ja. Es muss. Ich muss leider am Donnerstag, also morgen, nochmal bis Sonntag ins Krankenhaus und habe da nicht so wirklich Bock drauf. Okay, ich speichere mal, bevor ich da reingehe. Blutsegler Leutnant, was hat der zu sagen? Hallo. Das hier ist das Gebiet der Blutsegler. Verschwindet! Ihr seid Piraten und ich habe ein Schwert. Hallo. Wisst ihr, was das heißt? Alter Falter. Das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Dieser Tag ist euer letzter. Heiltrank? Komm, den krieg ich schon down. Den krieg ich down. Ja, aber Tommy stirbt. Ja, Tommy ist tot. Und ich auch. Okay, das ist... Spielladen. Okay, dann sollte ich da eventuell nicht rein. Was mit dem? Hallo. Hm? Was wollt ihr? Seid wohl kein Freund von Herrn Androt. Gebt also keinen Grund, mich zu belästigen. Ich wollte euch nur ein paar einfache Fragen stellen. Ach, ich nicht gut bei Fragen beantworten. Wenn ich sowas könnte, würde ich nicht hier vor so einem dummen Adelshaus rumstehen. Wer seid ihr? Bin der Burt. Bin hier nur der Wächter. Macht mir keinen Spaß, aber die Zeiten sind schlecht und, ne? Ich hasse den Typen. Hasse ihn. Meine Herrn Androt. Er ist anspruchsvoll und verdammt reich. Zu reich, als dass es ihm gut bekommen würde. Redet so mit mir, als wüsste ich nicht, was ich tue. Ich weiß, was zu tun ist. Hab nur keine Lust zu. Außerdem braucht er mich ja nicht mal. Hat da Typen drin, die jeden zweimal töten könnten. Verbrauche hier eh nur Platz. Kommen wir nochmal zu meinen anderen Fragen. Was wisst ihr über den heulenden Tod? Ach, ich weiß wenig drüber. Und das ist zu viel. Ich habe Leute sterben sehen. Sie sterben schreiend. Verrückt. Würden am Ende ihre eigene Mutter angreifen. Hoffe, dass ich es nicht bekomme, aber es liegt wohl nicht an mir. Liegt wohl an niemandem, wie es scheint. Kennt ihr das Hafenviertel denn gut? Kannte es mal gut, aber jetzt ist hier alles verrückt geworden. Überall Diebe und Gauner. An allen Ecken und Enden werden irgendwelche Leute überfallen und einfach abgeschlachtet. Ich sehe zu, dass ich halt nicht auffalle. Weiß auch nicht, warum die Leute so verrückt sind. Und ich möchte auch nichts damit zu tun haben. Ich sehe nur zu, dass ich niemandem in die Quere komme. Ich suche nach Arbeit. Viel Glück. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Niemand stellt jemanden ein. Ich habe diesen dummen Job hier genommen, weil ich ihn... und will ihn nicht mal. War das Einzige, was ich bekommen habe. Warum darf ich das Anwesen denn nicht betreten? Pah! Wenn ihr durch die Tür kommt, was kümmert's mich? Ich wollte den dummen Job nicht und kämpfe sicher nicht gegen euch. Mir ist das ziemlich egal. Ist nicht mein Haus. Warum sollte ich jemanden daran hindern, reinzugehen? Wenn Leute dumm genug sind, das zu riskieren, geht mich nichts an. Lebt wohl und macht keinen Ärger. Ich speichere mal. Na, gucken wir mal, was da drin ist. Adligenwächter.
Ich wechsle mal aufs Schwert. Hat sich das irgendwie gelohnt? Komisches Gebäude. Nicht siegen. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Kommt schon. Kommt schon. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gerade nichts mehr tue, das man als chaotisch gut beschreiben könnte. Ich breche gerade hier in ein fremdes Haus ein und bring alle um. Meine Fresse, hat er ein großes Anwesen. Und die haben Überreste. Heiltränke. Ich hätte gern irgendeinen Hinweis darauf, dass der Typ, dem das Haus gehört, dass das ein großer, böser irgendwas ist. Dann würde ich mich besser fühlen. Erledigt. Na klar. Yep, schon erledigt. Na klar. Arme Katze. Ups. Okay. Das
War irgendwie vorhersehbar, dass da eine Falle ist. Ich guck mal gerade. Ich lese nur gerade kurz was nach. Ob ich da überhaupt rein muss. Ah, okay. Da muss ich nicht rein, ich muss woanders rein. In das Haus, wo ich eben war, dieses Handelshaus. Da gibt es noch mehr zu tun. Da habe ich was übersehen. Das war hier. Handelshaus Silbersegen. Da gibt es wohl noch einen Zugang zum Aquädukt. Aber ich freue mich immer, wenn du mal vorbeischaust, Lisa. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Über euch alle. Ihr seid toll. Da sind noch Überreste. So, und dann da rein. Ich muss also noch irgendwo eine weitere Tür sein im Untergeschoss, die ich übersehen habe. Ja, genau da. Ich bin so blind. Und ich habe eine Falle ausgelöst.
Kaffee-Vollautomat. Cappuccino. Echt lecker. Oh. Schwertspinne. Die sind hart. Ich brauche mein Schwert. Denn eine Schwertspinne erlegt man mit dem Schwert. Und die vergiftet einen direkt. Hat sich wenigstens gelohnt? Spinnennetzkokon. Oh, Rüstung nicht identifiziert. Ist schon schwerer als ich. Ja, jetzt jammer nicht. So, wir teleportieren uns mal weg. Und reden mit Lady Aribeth. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über... Willkommen. So, dann lasse ich die Rüstung doch mal identifizieren. Catnamp plus 1. Nö, brauche ich nicht. Kann ich verkaufen. Verkaufe ich mal hier diese Feuerkäferbäuche. Ah, so viel wie ich gedacht habe, bringen die mir nicht. Aber immer ein bisschen. Dann verkaufe ich die Edelsteine. Die Zauberspruchrollen. Ich mag die Musik hier im Tempel. Okay, ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um in dem Viertel, aber ich speichere erst mal. Immer speichern. Wer ist das? Windtorb. Mulland, der Verwalter. Ja? Sagt schon, was gibt's? Trete zurück! Burg Nie ist auf Anweisung von Fürst Nascher verriegelt worden. Niemand erhält Zutritt. Um die Burg vor der Pest zu schützen, ist allen außer Fürstin Aribeth der Eintritt verwehrt. Mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen. Ich bin gerade im Dienste der Fürstin. Ich bin gerade in die Dienste der Fürsten im Auftrag von Aribeth getreten. Ich kann nicht mehr zu diesem Thema sagen. Um einer Panik vorzubeugen, werden nur unsere treuesten Verbündeten über den Stand der Dinge informiert. Okay, coole Sache. Wer ist das? Issabon. Ach, die ist das. Ah ne, Pfeile brauche ich nicht. Was ist das hier? Ach, das ist der Magierturm. Mit Niata, habe ich mit dem schon geredet? Ah ja, mit dem hatte ich vorhin geredet, bevor ich gestorben bin. Der erzählt uns, dass im Adelsviertel ein illegaler Zoo gehalten wird und die Tiere dort misshandelt. Und darum kümmern wir uns dann als nächstes. Was ist das hier? War wohl nix. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes in dem Viertel? Der große Baum, Waffen und Rüstung für den strahlenden Ritter. Klingenhandel. Da könnte man mal hingehen. Das ist da.
Seid mir gegrüßt. Ihr habt euch offenbar noch nicht die Pest geholt, die Niewinter verwüstet. Unter all den Leidenden und Kranken müssen wir, die wir nicht betroffen sind, dem Schicksal wahrlich für unsere Gesundheit danken. Wer seid ihr? Ich bin Delan Rotiger von den Utgard-Stämmen im eisigen Norden. Schon vor einem Jahr habe ich mein Volk verlassen und bin nach Niewinter gekommen. Nun verdiene ich meinen Unterhalt als Söldner. Ein sehr adliger Ork und sehr eloquent. Also für einen Halborg drückt ihr euch echt gewählt aus. Mein Vater war ein Ork und das Blut seiner Rasse fließt in meinen Adern. Doch meine Mutter hat mich bei den Utgard-Stämmen großgezogen. Verzeiht, aber ich weiß kaum etwas über die Utgard. In der Stadt werden Angehörige meines Volkes oft Wilde und Barbaren genannt. Aber dort weiß man nichts über die Utgard. Wir sind großartige Jäger und Krieger, folgen unseren Herden und leben von dem, was das Land bietet. Mein Stamm ist edel, aber klein. Es gab dort wenige Möglichkeiten für einen jungen Krieger, sich zu beweisen und eine Frau zu finden. Och, der Arme. Aber ich bin jung und stark und mein Volk ist für seinen Heldenmut berühmt. Hier in Niewinter fand ich Arbeit als Soldat. Ich bewache die Ladung, die hier ein- und ausging. Und was geschah dann? Mit dem Ausbruch der Pest änderte sich alles. Die Quarantäne brachte den gesamten Schiffsverkehr zum Stillstand. Es gab keine Arbeit mehr, folglich auch kein Geld. Ich hätte die Hafengegend verlassen müssen. Viele Hafenarbeiter hatten sich angesteckt. Männer, die in der Zwischenzeit zu Freunden geworden waren. Also blieb ich, um ihre Leiden zu lindern. Aber letztendlich konnte ich nichts tun, um sie vor dem heulenden Tod zu bewahren. Nach dem Tode meiner Freunde hatte ich keinen Grund mehr, länger im Hafen zu bleiben. Erst recht nicht, als es dort immer schlimmer wurde. Nun verdiene ich mein Geld mit meiner Axt. Als freier Söldner, der seine Kampfkraft verkauft. Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, dass es dort immer schlimmer wurde? Mit der Quarantäne saßen die Schiffe im Hafen fest. Piraten und anderes kriminelles Gesindel ohne Ehrgefühl nahmen Überhand. Und weil die Wachen alle Hände voll mit der Pest zu tun hatten, übernahmen diese Leute die Herrschaft im Hafen. Ein Utgard-Krieger kennt keine Angst, aber ich will meinem Stamm keine Schande bereiten. Ich weigere mich, solchen Leuten zu dienen. Ich lasse aus mir keinen gewöhnlichen Strauchdieb oder gemeinen Mörder machen. Könnt ihr mir sonst noch was über die Hafengegend erzählen? Bevor ich ging, hörte ich noch von einer Auktion, die in der schäbigen Schenke abgehalten werden sollte. Es ging dabei ausnahmsweise nicht um gestohlene Waren, illegale Güter oder hilflose Sklaven, die in der Lasterhöhle für gewöhnlich verhökert werden. Das sprach sich schnell herum. Vielleicht hätte ich noch mehr in Erfahrung bringen können, aber an solchen Mauscheleien hatte ich kein Interesse. Ich bin ein Krieger, kein Schmuggler. Viel mehr kann ich euch nicht erzählen. Ich weiß nur, dass es eine gefährliche Gegend ist. Wenn ihr unbedingt dorthin wollt, solltet ihr besser einen Begleiter anheuern. Nein, danke, auf Wiedersehen. Wie ihr wünscht, Seher. Kommt wieder, wenn ihr die Dienste eines besonders erfahrenen und ehrenhaften Kriegers benötigt. Netter Kerl. Was gibt's hier noch? Grax. Bodynock Ginkel. Hey da, ihr seht mir weder wie ein Niewinterer Soldat aus, noch leidet ihr offenbar unter der Pest. Aber ihr legt ein gewisses Verhalten an den Tag, das euch vom Normalbürger unterscheidet. Nach meinem Beobachten würde ich sagen, ihr seid ein Abenteurer. Hallo Trolli, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Richtig, ich bin ein Abenteurer. Mein Name ist Daewin Laubwind.
Wer seid ihr? Ich bin der Gnom Bodinok Glinkel, Hexenmeister von der Insel Lantan. Ich bin erst kürzlich hier in Niewinter angekommen. Lantan? Ist das nicht dieser Ort, von dem all diese verrückten Erfindungen kommen? Meine Heimat genießt allerdings den Ruf, fantastische Maschinen und fremdartige Gerätschaften hervorzubringen, die man sonst nirgends in Ferun findet. Wir Lantane sind ein Volk, das sich von den Prinzipien der Wissenschaft leiten lässt. Beobachtung, Vernunft und Logik. Aber lasst euch nicht von Gerüchten und Hörensagen beeinflussen. Wir sind nicht alle verrückte Erfinder. Haha, wie manche euch glauben machen wollen. Ich beispielsweise bin ein Hexenmeister. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ein Hexenmeister? Ich dachte, in Lantan rümpft man über die Magie die Nase. Tja, die Lantanesen verachten die Magie nicht, obwohl viele sie nicht verstehen. Wir verlassen uns in meinem Land jedoch viel weniger auf arkane Magie als die anderen Reiche Feruns. Wir ziehen wissenschaftliche Lösungen bei Problemen der Magie vor. Oft kann ein Problem durch Beobachtung und Experimente gelöst werden, ohne Magie zu beanspruchen. Manchmal ist ein wenig Arkanes natürlich angebracht. Wenn es die Situation erfordert, zögere ich nicht, meine Kräfte zu benutzen. Ich mag ja aus Lantan sein, aber zuallererst einmal bin ich ein Hexenmeister. Und was führt euch Ich trinke mal einen Schluck. Das ist immer echt viel vorzulesen in solchen Spielen. Und was führt euch nach Niewinter? Ich habe meine Heimat vor einiger Zeit verlassen, um die Welt kennenzulernen. Eine solche Reise ist für Angehörige meines Volkes nichts Ungewöhnliches. Ich erforschte die nördliche Schwertküste, als ich Gerüchte einer unbekannten Seuche hörte, die in Niewinter ausgebrochen sein soll. Im Namen der wissenschaftlichen Entdeckung kam ich hierher, um die neue Krankheit zu erforschen und zu katalogisieren. Glücklicherweise kam ich an, bevor die Stadt unter Quarantäne gestellt wurde. Ich beschloss, meine Nachforschung über den heulenden Tod im Bettlerviertel zu beginnen. Warum das Bettlerviertel? Die Berichte waren sich alle einig, dass die Epidemie im Bettlerviertel begann. Ich dachte, die beste Möglichkeit, etwas über die Pest zu lernen, wäre direkt an der Quelle. Und als ich herausfand, dass die Kleriker die Seuche nicht bekämpfen konnten, dachte ich, wenn ich die wissenschaftlichen Prinzipien Lantans anwende, könnte ich eine andere Heilmethode finden. Ich musste jedoch leider meine Forschung im Bettlerviertel nach wenigen Tagen einstellen. Zu wenig Zeit für korrekte Situationsstudien. Warum habt ihr aufgehört? Es ist schwierig, korrekte wissenschaftliche Forschung zu betreiben, wenn man ständig von Zombies belagert wird. So sehr ich meine Forschung auch fortsetzen wollte, so bin ich doch nicht lebensmüde. Die Zombie-Infektion im Bettlerviertel hat mich jedoch auch misstrauisch gemacht. Ich vermute, dass die wiederbelebten Toten etwas mit dem Ausbruch der Pest selbst zu tun haben. Während die Zombies im Viertel herumwandern, kann ich meine Theorie nicht überprüfen. Aber ich denke, dass sich die Informationen, die zu einem Heilmittel führen, im Bettlerviertel finden lassen. Auf Wiedersehen. Tja, dann gibt es wohl keinen logischen Grund, dieses Gespräch fortzusetzen, nicht wahr? Doch solltet ihr eines Tages einen guten Magier brauchen, könnt ihr gerne wiederkommen. Wen gibt's hier sonst noch? Grex. Ui, der redet ein bisschen wie Udo Lindenberg. Na, was wollt ihr also? Ihr solltet einen Söldner des Klinghandels nicht ohne einen verdammt guten Grund stören.
Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Warum nicht? Aber macht's kurz. Ich bin an zahlreichen Orten ein gefragter Mann. Ja, so ist es. Aribeth toleriert die Anwesenheit von Söldnern, wo Niewinter doch eine stehende Miliz hat? Hütet eure Zunge, Freund. Es ist ihr nicht unbemerkt geblieben, dass sie Außenseiter so wie euch angeheuert hat, um die gefallenen Stadtwachen zu ersetzen, statt sich an uns hier zu wenden. Nur weil wir für den besten Bieter arbeiten, bedeutet das nicht, dass wir nicht auch für die... Dass wir nicht auch für diese Stadt unseren Hals hinhalten würden. Da ist ein Fehler im Text. Okay, tschüss. Dann seht zu, dass ihr weiterkommt. Ich möchte mich wieder meinem Getränk widmen. Netter Kerl. Sehr liebenswürdig. Was gibt's hier so? Grimmbeißer. Ihr wart dabei, als die Mörder kamen. Wer seid ihr? Woher wisst ihr, was in der Akademie geschah? Ich bin Grimmigbeißer, ein Mönch des Ordens vom Langen Tode. Die grausigen Ereignisse in der Akademie sind kein großes Geheimnis, Daewin. Nicht für diejenigen, die nach so etwas suchen. Sagt, als ihr zwischen den blutgetränkten Leichen eurer Mitstudenten... Schluck trinken, ledrige Zunge, viel lesen. Schweres Spiel. Sagt, als ihr zwischen den blutgetränkten Leichen eurer Mitstudenten standet, blicktet ihr da ins Angesicht des Todes? Saht ihr seine kalten Augen und fühltet seine eisige Berührung auf eurer Seele? Ihr wirkt mir etwas unheimlich, Grimmigbeißer. Viele empfinden die Mitglieder meines Ordens als beunruhigend, denn wir begrüßen den Tod in all seinen Erscheinungen. Doch sind in Zeiten wie diesen meine Fähigkeiten sehr gefragt. Was für Fähigkeiten hat ein Mönch vom Orden des Langen Todes? Ich bin ein Schüler der Qualen und ein Bote des Todes, des stillen Fürsten. Ich bringe die Absolution durch Pein und Schmerzen zu meinen Feinden, um sie auf ihr grausames und reinigendes Ende vorzubereiten. Wahrhaftig sind meine Fähigkeiten nicht viel anders als die eines Soldaten oder Söldners, doch ich ergreife die Schönheit und Perfektion des Todes meines Feindes mit einer Begeisterung, die den anderen oft fehlt. Was macht ein Mönch des Langen Todes in Niewinter? Da liegt ein dunkler Schatten auf dieser Stadt. Wirklicher, dauerhafter Tod ist perfekt in seiner absoluten Endgültigkeit. Pein, Leiden, Schmerzen, Folter, das sind die Werkzeuge, die uns auf die beruhigende Umarmung meines Meisters vorbereiten. Der hat echt eine andere Waffe. Aber diese Seuche ist unnatürlich. Die Opfer kommen nie in die Umarmung des stillen Fürsten. Der heulende Tod ist eine Qual für diese Welt, die beendet werden muss. Bisher habe ich selbst keine Antworten gefunden, die helfen könnten, diese Epidemie zu beenden. Doch brenne ich darauf, das Bettlerviertel zu besuchen. Was ist im Bettlerviertel? Ich habe Gerüchte gehört, dass in diesem verdorrten Distrikt Zombies durch die Straßen wandeln. Weniges wird von meinem Orden so verabscheut, wie die Abscheulichkeit der Untoten. Es wäre vernünftig anzunehmen, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Untoten und dem unnatürlichen Ende derer, die dem heulenden Tod anheimfallen. Warum habt ihr das Bettlerviertel noch nicht allein durchsucht? Allein würde ich wahrscheinlich die Gefahren dieses Distriktes nicht überleben, und mein Leben wegzuwerfen ist eine törichte Art, dem stillen Fürsten zu dienen. Mein Tod wird zu seiner festgelegten Zeit kommen. Okay, ich gehe jetzt. Ihr seid mir jederzeit willkommen, wenn ihr mich braucht.
solltet ihr meine Dienste nicht benötigen, sehen wir uns wieder am jüngsten Tag, wenn der stille Fürst uns alle zu sich ruft. Okay, der Typ ist echt creepy. So, dann gehe ich mal wieder hier raus. So. Und da. Dann gehe ich mal wieder ins Hafenviertel. Speichern. Und dann. Handelshaus Silberdings. Genau, da gehe ich nochmal rein. Denn von da aus komme ich auch in die Katakomben. Okay, da ist eine schwere Stahltür, die ist wahrscheinlich verschlossen oder durch eine Falle gesichert. Also erstmal speichern und dann, ah ja, da ist eine Falle. Falle markieren. Ach, jetzt machst du das. Yep, schon erledigt. Warum machst du das sonst nicht? War wohl nix. Juwelenbesetzte Tür. Das Schloss an dieser Tür ist zu kompliziert, um es zu knacken. Es ist gegen einfache Zauber gesichert. Ihr müsst den passenden Schlüssel finden. Dann ist der Schlüssel wahrscheinlich im Obergeschoss. Oder hier irgendwo. Was ist da an dem Fass? Nix. Und dem anderen Fass? Die sind beide leer. Okay, okay. Ich schätze echt, dass... Oh, da liegen Überreste. Die kann ich noch looten. Die kann ich immerhin verkaufen, diese Körper. Bringt zwar nicht viel, aber Gold ist Gold. Ich würde schätzen, dass der Schlüssel da drin ist. Da macht er das aber nicht. Nee, du sollst die Falle entschärfen und nicht drauf ballern. Eben hast du die Falle entschärft. Gerade doof. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich noch bis zur nächsten Stufe? 6000. Das ist noch ein bisschen. Der Kommode ist auch nix. Ich würde ihm gerne direkt den
Gefühl, dass der... Nein, nicht benutzen. Was kann der für Zauber wirken? Warum macht ihr das nicht richtig? Er kann das Schloss knacken, aber dann geht er wahrscheinlich drauf. Doof. Ich würde mir wünschen, dass der die Falle irgendwie richtig entschärft und nicht einfach nur draufballert. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz für kleine Waldläufe und dann gucke ich mal, was ich hier noch machen kann. Bis gleich!
So, da bin ich wieder. Keine Mods da, jetzt können wir den Channel übernehmen. Nee, Wunderkarotte sieht alles. Wunderkarotte ist allmächtig, alles sehend. Die sieht das. Okay, weiter geht's. Genau. Wunderkarotte hat immer noch ihre Karottenpistole. Und damit macht sie dann BAM! Ah ne, ich wollte hier lang. Ach, schon wieder verlaufen. Ich gehe nochmal in das Gebäude beim Auktionator. Wie viele von den Dingern habe ich eigentlich gerade? 10, 11. Es könnten ruhig noch ein paar von den bösen Buben irgendwo spawnen. Kann ich den Nebel irgendwie ausschalten? Der nervt mich gerade ein bisschen. Was denn tun? Nee, das deaktiviere ich mal wieder. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. So, schnell Flur und Küche gefegt. Jetzt habe ich wieder eine Pause verdient. Du fleißiges Bienchen. Red mal hier mit Hoff. Vielleicht hat der jetzt was zu sagen. Immerhin weiß ich sein Motto: Don't hassle the Hoff. Ich grüße euch. Nö, der hat nichts zu sagen. Oh, habe ich die Truhe da schon gelootet? Nee, noch nicht. Das geht ja nicht an, dass ich meine Truhe nicht loote. Die müssen alle gelootet werden. Eine Handsense. Hübsch, hübsch. Ein Trank, auch hübsch. Schaue ich mich hier mal ein bisschen genauer um. Was ist hier hinter der Tür? Der Koch. Grüß euch.
Jetzt geht mir aber nicht auf die Nerven. Ich habe mich um diese Aufgabe wahrlich nicht gerissen. Sag das Passwort und verschwindet, wie die anderen auch. Und frag mich nicht nach irgendwelchen Schlüsseln oder so einem Zeug. Wenn ihr das Losungswort habt, dann habt ihr wohl auch euren eigenen verdammten Schlüssel. Ich auf jeden Fall habe keinen. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Wer ich? Ich bin der Koch. Und die Blutsegler haben mich damit beauftragt, die Tür zu bewachen, weil sie bereits zu viele Mitglieder durch die Pest verloren haben. Doch das ist mir alles ziemlich egal. Ich koche lieber. Also, wenn ihr das Losungswort kennt, dann spuckt es schon aus. Ich speichere mal. Grüß euch. Ihr wollt ein Losungswort hören? Ja, genau. Das Losungswort, du Idiot. Wenn jemand diese Tür öffnet, bevor ich das Losungswort gehört habe, muss ich die Wachen rufen. Also, jetzt spuckt es schon aus. Also, wenn euch die Tür so egal ist, wie wäre es, wenn ihr die Sache dann einfach vergesst? Nein, ich denke nicht, dass es eine gute Idee wäre. Ich mag ja kein Wächter sein, aber diese Blutsegler können ziemlich ungemütlich werden. Könnt ihr euch ein wenig Gold vergessen lassen, dass ich ein Losungswort benötige? Ich weiß nicht so recht. Die Tatsache, dass ihr fragen müsst, zeigt eigentlich schon, dass ihr nicht hier sein solltet. Ich wollte das nur ausprobieren. Vergesst es einfach. Heißt das, dass ihr das Losungswort kennt oder nicht? Nochmal versuchen mit überreden? Nee, geht nicht. Belästigt mich nicht nochmals. Es ist schon schlimm genug, dass ich den ganzen Tag hier rumstehen muss. Habe ich das Lösungswort? Hier ist nicht irgendwie auf dem Zettel drauf. Dann gucke ich mich mal hier oben um, was es da noch gibt. Ich schätze mal nicht, dass Penis das Losungswort ist. Wobei Penis als Losungswort ist viel zu lang. Wen muss ich verhauen, um das Passwort zu bekommen? Pfeile, die brauche ich nicht. Goldstücke. Ich will doch nur das Passwort. Uhu, uhu. Vielleicht ist es auch so ein richtig deutsches Passwort. Sowas wie 1, 2, 3, 4, 5. Oder Querz.
Eine Sauna. Das Ulfnock. Seid gegrüßt. Freut mich, seid ihr hier, um euch ein wenig in der Hitze neben mich zu setzen. Ist echt gut für die Haut. Könnte ich euch fragen, wer ihr seid? Oh, aber sicher doch, das wird mir gefallen. Also, wer seid ihr? Ulfnock. So nannte man mich nach meiner Geburt. Mein Name hat keinen bemerkenswerten Klang für fremde Ohren, das weiß ich wohl. Doch dennoch gefällt er mir. Er dient mir gut. Ich bin ein Reisender. Dummerweise war ich zufällig in Niewinter, als die Pest ausbrach. Ich habe die Schenke nun schon seit Wochen nicht verlassen. Was macht ihr dann hier? Ich genieße die Hitze, wie ich schon sagte, und die Dunkelheit. Sobald die Tür zu ist, ist es hier wirklich sehr angenehm. Die ganze Welt bleibt da draußen. Da unten ist mir zu viel los. Die Blutsegler sind viel zu ernst geworden. Sie waren einst, nun, ich sollte nicht so viel schwatzen. Was war das mit den Blutseglern? Nun, ich wollte nur sagen, dass sie einfach mal eine lustigere Gesellschaft waren. Sie hatten so einen Hang, Unlogisches zu tun, dass man nie wusste, woran man mit ihnen war. Ja, da muss ich mich erst mit meinem Schwert kratzen. Ich weiß, dass die Pest vermutlich etwas damit zu tun hat. Doch an der Sache ist noch mehr dran. Es ist fast so, als ob ihre Anführer sie in eine andere Richtung dirigieren. Ah, ich hatte wohl einfach zu lange Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Ich sitze schon zu lange hier fest und verstecke mich vor der Pest. Was kümmert es mich, wenn sie auf einmal alles viel zu ernst nehmen? Könnte ich euch ein paar Fragen über die Schenke stellen? Warum eigentlich nicht? Ich verbringe hier jetzt ohnehin den Großteil meiner Zeit. Ich warte, bis die Pest vorüber ist. Hätte mir wohl auch schlechtere Orte auswählen können. Ist euch hier irgendetwas aufgefallen, das merkwürdig wäre? Ihr seid euch dessen bewusst, dass ihr einen halbnackten Zwerg in einer Sauna fragt, was seiner Ansicht nach seltsam ist, ja? Meine Beurteilung von seltsam könnte wirklich hoffnungslos seltsam sein. Meint ihr komisch oder seltsam? Nun also, auf jeden Fall ist diesen Blutseglern ihr Bier schon fast krankhaft wichtig. Ich rede hier nicht von guten Zwergenbier, das wäre noch verständlich, sondern widerwärtige und grausame Mixturen. Ich würde mich von dem Jalek dort unten fernhalten. Der Typ mag das harte Zeug und mit hart meine ich hart für den Magen. Kehren wir zur Schenke zurück. Ist euch etwas Seltsames aufgefallen? Verärgerungen durcheinander. Die Blutsegler sind außer Rand und Band. Im Moment dürfen nur noch manche von ihnen in den Keller und andere nicht. Fast so, als hätten sie sich in zwei Fraktionen gespalten. Ich denke, es ist zu einer Machtverschiebung gekommen. Wengaul ist schon seit einiger Zeit nicht gesehen worden und nun sagen wir mal, da gehen einige bedenkliche Dinge im Keller vor. Und wie komme ich da hinunter? Steht noch immer der arme Koch bei der Türwache? Ich wette, es gefällt ihm ebenso wenig wie mir, dass seine Küche geschlossen ist. Ich habe zufällig das Lösungswort gehört, das man braucht, um an ihm vorbeizukommen. Ihr braucht aber dennoch einen Schlüssel oder ein gutes Diebeswerkzeug. Sie lassen den armen Kerl nicht mal selbst die Tür öffnen. Das Lösungswort lautet Eckstein. Wenigstens ist es nicht irgendein übertrieben lustiger, angeberischer Spitzname oder der Name des Hundes von einem der Burschen oder so. Ich hasse es, wenn irgendwelche Halsabschneider dann auch noch lustig sein wollen. Danke. Woher wisst ihr das alles? Wenn man sich in einem kleinen, dunklen Raum aufhält, kann man eine Menge Dinge herausfinden. Lasst euch ja von niemandem was anderes einreden. Ich werde dann mal gehen. Sehr schade. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Besucht mich doch mal wieder, dann können wir zusammen schwitzen.
Okay, und da haben wir jetzt auch schon das Losungswort. Das freut mich. Das habe ich nämlich gewollt. Das Losungswort. Grüß euch. Ihr wollt ein Losungswort hören? Ja, genau, ein Losungswort, Idiot. Wenn jemand diese Tür öffnet, bevor ich das Losungswort gehört habe, muss ich die Wachen rufen. Also jetzt spuck schon aus. Das Losungswort lautet Eckstein. Gut, das reicht mir. Das reicht mir sogar für die ganze Nacht. Jeder in eurer Begleitung darf auch durch die Tür gehen. So, ich habe mich jetzt hier noch um diese dumme Tür gekümmert. Ich habe meinen Teil erfüllt und dann war, das war's dann auch. Yep, schon erledigt. Ich soll vielleicht erst speichern, bevor ich da reingehe. So, dann gehen wir doch mal da runter. Und wir lösen direkt eine Falle aus. Und schön. Kann ich hier rasten? Ja, kann ich. Hafenviertel Blutseglerversteck. Oh, wir werden direkt angegriffen. Wie unschön. Nee, du bist am Ende. Ich habe immer ein schönes großes Schwert. Oh, da zaubert er einfach auf mich. Hab ich das dem erlaubt? Bleib hier. Heiltrank. Gut, dann gehe ich wieder da rein. Kommen die nach? Nö. Dann loote ich hier erstmal alles. Hm. Gold. Gold kann ich immer gebrauchen. Eine Truhe. Ich mag Truhen. Hm. Sonst irgendwas hier drin? Nö. Dann raste ich nochmal. Kann ich hier drin nicht. Aber ich könnte auch einfach wieder nach oben gehen. Da war es sicher. Und da noch mal kurz rasten. Statt einem Heiltrank lieber rasten. Schade, ich hätte mich gefreut, wenn die irgendwie Schmugglermünzen hätten. Ha! Ein durchschlagender Erfolg. Okay, gibt's hier irgendwas? Eine Kommode. Mit 3 Goldstücken. Immerhin. Und noch ein Wandschrank. Auch wieder mit 3 Goldstücken. Also mit dem kleinen Loot wirst du echt nicht reich. Na klar. Yep, schon erledigt. Ach, wieder nur 3 Goldstücke. Ich würde gern mal mehr finden, so 10 Goldstücke, das wäre doch mal was.
Irgendwie erinnert mich der Dungeon hier so ein bisschen an Wolfenstein 3D. Hier war es ein Tisch. Mit einem Bier. Ein Goldstück. Da sind Fässer. Eiltrank. Zauberschriftrolle. Haben die nichts gedroppt? Die haben echt nichts gedroppt. Kam ich von da? Nee, hier muss ich lang. Blutsegler-Leutnant. Okay, der ist ein bisschen stärker. Ah, ich sollte weg. Nee, nicht da lang. Trinken Heiltank. Nieder mit den Halblingen. Greif mich an. Oh, die Truhe da hat bestimmt eine Falle. Das sieht aus wie eine Fallentruhe. Ja, dann speichere ich doch mal erstmal. Und dann... Ah, er macht schon automatisch die Falle kaputt. Das ist nett von ihm. Yep, schon erledigt. Ah, und die machst du jetzt auch automatisch. Warum machst du das im anderen Gebiet nicht? Kettenhemd und Diamant. Nett, nett. Eine Truhe. Eine leere Truhe. Was hat der gedroppt? 17 Schuriken. Okay, ich bin noch mal ganz kurz weg und dann geht's weiter.
Hallo, ihr wunderbaren, bezaubernden Leute. Da bin ich wieder. Ich muss sagen, ich mag das, meine Tage mit euch zu verbringen. Bei einem gemütlichen Mittag, Nachmittag inzwischen, mit euch. Das hat doch was. Das sollte jeder mal ausprobieren. Fühlt sich gut an. So, dann rasten wir noch mal hier. Wer ist denn eigentlich noch alles da? Ich könnte mich auch daran gewöhnen. So ab und zu am Mittag oder morgen einen Stream finde ich irgendwie angenehm. Ja, hat was. So. Oh, da sind noch Kisten, die habe ich noch gar nicht gelootet. Truhe. Na klar. Und noch off-topic. Soll ich mir dieses Ghostbusters-Spiel holen? Ich hole es mir auf jeden Fall, weil ich wollte das damals schon gern spielen, als es rauskam. Es ist halt so ähnlich wie wie Phasmophobia, nur halt nicht ganz so gruselig und man ist ein Ghostbuster! Und man kann das zu viert spielen. Und da hätte ich echt Bock drauf. Könnte man ja ab und zu eine Runde Ghostbusters zocken. Oh, es geht noch tiefer. Was sagen eigentlich meine Erfahrungspunkte? Ich brauche immer noch ein bisschen bis zur nächsten Stufe. Blutseglergewand. Rapier, Trank. Greifen die mich an? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das Gewand anziehe? Greifen die mich dann noch an? Mal ausprobieren. Ja, greif mich trotzdem an. Okay, das Gewand hat keine gute Rüstung. Hat also nur dekorative Zwecke. Dann bleibe ich mal besser bei meiner geilen Rüstung. Haha. Und dann gehe ich mal da rein. Oh, hier ist nichts. Nur eine Truhe. Erledigt. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Komm, nimm das! Und jenes und dieses! Droppt ihr was Cooles? Ein nicht identifizierter Panzerhandschuh. Okay, dann nochmal einen Heiltrank trinken. Und dann geht's hier rein. Ach, wieder so ein Leutnant. Damit ich euch hauen kann.
Aber nicht den allein bekämpfen. Der ist viel zu stark, mein Freund. Habe ich einen Spezialangriff? Komm schon. Geht doch. Gibt's hier irgendwas? Oh, eine Truhe, eine große, wahrscheinlich mit Falle. Noch ein nicht identifizierter Panzerhandschuh. Keine Falle. Großer Behälter und leichter Hammer. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Okay, dann gehen wir mal hier hin und verkaufen alles. Und identifizieren die Handschuhe. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tifa? Okay. Miklos Selkirk, der Ausbilder der Silberraben, war es... Ach, den habe ich schon, den Handschuh der Disziplin. Was ist das für einer? Schwertmeisterhandschuhe. Oh, das ist besser. Die berüchtigte Säbelrasslerin Ice Knight Klume ließ diese Handschuhe anfertigen, um ihre Fähigkeit zu parieren zu verbessern. Sie gab sie in Auftrag, nachdem sie bei mehreren Duellen schwere Stichwunden davongetragen hatte. Nachdem sie die Handschuhe erhalten hatte, gewann sie 30 Duelle hintereinander, ohne auch nur einen einzigen Kratzer davon zu tragen. Irgendwann sprach sich ihr Geheimnis herum. Die Handschuhe gingen in Massenproduktion und die Fertigkeiten der Fechter in Fernberg stiegen dramatisch an. Okay. Ich verkaufe das mal. Ich verkaufe das. Ich verkaufe das Gewand, das Rab hier, das verkaufe ich. Das kann ich verkaufen, den Hammer brauche ich auch nicht. Heilertasche kann ich verkaufen, die Schriftrollen, Handschuhe der Disziplin habe ich schon. So, die Schwertmeisterhandschuhe ziehe ich mal an. Die Schuriken könnte ich noch verkaufen. Bringt ihr mir neu? Okay, die will sie nicht. Die haben scheinbar keinen Wert. Das Diebeswerkzeug kann ich auch verkaufen. Dann speichere ich nochmal. Komm, ich gehe mal durch das Portal hier. Ich grüße euch. Portal nutzen für 50 Gold, ja.
Oho, das wird wohl. Oh, das sind viele. Ja, das macht. Ha! Los auf den Magier! Komm schon! Komm schon! Hey, kein Heiltrank trinken, das ist nicht fair! Das darf nur ich! Okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Da gibt es hier den Tisch. Mit einem Heiltrank. Hier ist bestimmt eine Falle. Ja. Die könntest du netterweise entschärfen. Yep, schon erledigt. Dankeschön. Kleiner Schild. Na yippie. Kann ich jetzt hier pennen? Ja, jetzt kann ich mich hier ausruhen. Jetzt sind alle Gegner weg. Sind jetzt alle Römer weg? Ja, alle weg. So, dann gehen wir mal hier rein. Och, das war nur die Seitentür. Okay. Wo geht's dann hier weiter? Hm. Ach, da. Da ist noch, da sind noch zwei. Nee, hier ist erstmal noch eine Holztür, die kriege ich auch so auf. Und da drin ist eine Kiste. Und sonst ist hier nichts. Mysteriöse Stimme. Warum schützt ihr ihn? Er ist sicher längst an der Pest verreckt. Vengaul ist fort. Sagt mir, wo er es versteckt hat. Und wer ist das? Daranai. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ihr habt mich doch gerettet, oder? Ich weiß nicht, wer ihr seid und welche Motive euch leiten. Beruhigt euch. Ich werde euch kein Haar krümmen. Es tut gut, eine freundliche Stimme zu hören. Diese Männer haben mir sehr zugesetzt und ihre Fragen wurden immer eindringlicher. Ich bin Daranai und eurer Gnade ausgeliefert. Ich hatte gehofft, dass euch Vengaul schickt, aber ich habe nichts von ihm gehört. Seine Auktion ist abgeblasen worden. Ich will etwas über euch hören. Ich hätte zunächst eine Frage an euch, wenn ihr erlaubt. Wem dient ihr? Ich werde nichts sagen, wenn ihr es gegen diejenigen verwendet, die mir nahestehen. Ich gehöre zu Aribeths und Naschas Wache. Verstehe. Das würde euer Interesse an Vengaul und seinen Blutseglern schon erklären. Stellt eure Fragen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ich will etwas über euch hören. Also gut, wie ich schon sagte, mein Name ist Daranai. Ich diene Vengaul Blutsegel, der scharlachroten Klinge und Gegenspieler des Fürsten Nascha Alagonda. Warum hat man euch hier eingesperrt? Das waren Kalliks Leute. Kallik war einmal Vengauls Leutnant.
Seine Männer sollten mich verhören, um herauszufinden, wo Wengau sich versteckt. Wie es aussieht, ist Kallik nicht mehr dazu bereit, den Befehlen meines Wengauls zu folgen. Doch ich hätte nie gedacht, dass er so tief sinken würde. Ich möchte etwas über Wengaul hören. Wengaul Blutsegel, die scharlachrote Klinge. Er war der Anführer der Blutsegler, bis sie sich gegen ihn erhoben. Und er ist mein Gefährte. Wir sind schon viel zu lange voneinander getrennt. Wie kam es zur Meuterei der Blutsegler? Nun, sie wollten sich Wengaul wohl nicht länger fügen. Seine Art, Dinge zu erledigen, ist zuweilen schwer zu verstehen. Sie respektieren seine grandiosen, ausufernden Pläne nicht mehr wie einst. Er hat immer betont, dass man alles mit Stil und Klasse tun sollte. Aber seine Männer schauen nur noch auf den Profit. Gibt es jemanden, der für diese Revolte verantwortlich ist? Kallik, Wengauls Hauptmann. Er war mit der Auktion nicht einverstanden und möchte jetzt die Macht über die Blutsegler an sich reißen. Er hält nichts von kunstvollen Plänen. Oh. Kallik wird Wengaul töten, wenn er ihn findet. Die Blutsegler werden unter seiner Führung zu einer wesentlich brutaleren und blutrünstigeren Gruppe verkommen. Wengaul hat immer so etwas wie einen gewissen Anstand bewahrt. Und wo ist Kallik? Er hatte keine Geduld, um darauf zu warten, bis seine Männer mit ihm... Er hatte keine Geduld, um darauf zu warten, bis seine Männer mit mir fertig sind. Er hat vermutlich erraten, wo sich Wengaul aufhält und versucht, ihn dort zu finden. Und wo ist Wengaul Blutsegel jetzt? Ich weiß es nicht genau. Aber er ist ein alter Seeräuber mit festen Gewohnheiten. Er meinte, ich würde ihn schon finden. Und ich habe da die eine oder andere Ahnung. Wengaul ist auf der Flucht. Er wird also versuchen, an einen sicheren Ort zu kommen. Entweder flieht er zum Handelshaus Silbersegel oder zu den Aquädukten. Ich denke, man kann auf beiden Wegen zu einem seiner unterirdischen Verstecke kommen. Wenn ihr mir helft, ihn zu finden, werde ich ihn verschonen. Ich möchte euch ja glauben. Er wollte, dass die Auktion den Leuten hilft. Er wollte nur, dass es so spektakulär abläuft, wie er es sich das vorgestellt hat. Also gut, sucht nach ihm. Nehmt diesen Anhänger. Er war ein Geschenk. Er meinte, es wäre ein Schlüssel und ich würde damit Einlass ins Handelshaus Silbersegel finden, wenn ich ihn treffen müsste. Das Handelshaus Silbersegel befindet sich im westlichen Zentrum des Hafens. Dort drinnen gibt es einen geheimen Weg. Wengaul sagte, er wäre sicher. Zumindest für ihn. Was wisst ihr über die Auktion? Mehr als mir im Moment lieb ist. Ich wünschte, Wengaul hätte diese Kreatur nie gefunden. Hat nichts als Schwierigkeiten gebracht. Von welcher Kreatur sprecht ihr? Wengaul sagte, es sei ein Schreckhahn aus Tiefwasser und er habe etwas mit der Pest zu tun. Er meinte sogar, das Wesen sei Teil eines Heilmittels. Er hat ihn in den Straßen gefunden, während die Stadtwächter mit der Pest und dem ganzen Durcheinander in der Akademie beschäftigt waren. Wenn er den Schreckhahn nicht gefunden hätte, wäre er verloren gegangen. Er wollte sicher gehen, dass er den entsprechenden offiziellen Stellen der Stadt zurückgegeben werden würde. Doch zuerst wollte er Fürst Nascher zu seiner Auktion einladen. Für Wengaul war die Angelegenheit ein großes Spiel. Fürst Nascher? Warum sollte er kommen? Die zwei sind alte Rivalen. Sie suchen immer nach Möglichkeiten, sich dem anderen zu beweisen. Wengaul war der Ansicht, dass sich Nascher nicht aus der Sache würde herausfinden können. Versteht ihr denn nicht? Wengaul wollte, dass Nascher zu dieser dämlichen kleinen Schenke kommt und vor allen anderen zugibt, dass ihn Wengaul übertrumpft hat, dass er Wengaul benötigt. Er hätte den Schreckhahn dann einfach zurückgegeben. Für ihn ging es nur um das Spiel. Der Idiot! Er hat mit dem Leben von Leuten gespielt. Er spielt die ganze Zeit mit Leben, ebenso wie Fürst Nascher. Das tun Herrscher nun einmal. Nur war diesmal halt der Einsatz ein klein wenig zu hoch.
Wisst ihr, Wengauls Männer haben Fürst Nascher die Botschaft gar nicht zukommen lassen. Stattdessen haben die Untergebenen, denen er am meisten vertraute, geplant, ihn zu töten. Und jetzt haben wir das ganze Chaos. Wengaul hätte die Kreatur zurückgegeben. Er gehört nicht zu den Leuten, die Unschuldige leiden lassen. Die ganze Sache ist nur aus dem Ruder gelaufen. Ich will etwas über euch wissen. Also gut, wie ich schon sagte, mein Name ist Daranai. Ich diene Wengaul Blutsegel, der scharlachroten Klinge und Gegenspieler des Fürsten Nascher Algonda. Okay, auf Wiedersehen. Lebt wohl, ich bleibe hier. Wengaul wird mich finden, wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zügel ihm nicht noch mehr entgleiten. Cool. Nettes Gespräch. Nettes Mädchen. Etwas fragwürdiger Partner, aber sonst ganz nett. Echt, hier ist nichts drin in dem Raum. Warum war der dann verschlossen? Okay, wir rasten nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Handelshaus. Okay. Aber wir haben ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Oh, hier liegen noch laute Überreste. Habe ich da was übersehen? Gold. Ah, zwei von den Dingern. Noch zwei. Und noch zwei. Dann kann ich ja nochmal da rein und mir, irgendwas wollte ich mir noch kaufen. Ach ja, den Umhang. Das war hier hinten. Wieso ist das Spiel jetzt minimiert? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Okay, ab zum Auktionator. Seid gegrüßt. Magische Umhang kaufen. Okay. Welche Rüstung hat er noch anzubieten? Magischer Schild. Welche Waffen? Magischer Morgenstern, magische Doppelachs, magisches Langschwert. Schade, dass er keinen magischen Zweihänder hat. Wer ist Avista? Benehmt euch hier drinnen. Es fehlte gerade noch, dass ihr das Chaos von da draußen mit reinschleppt. Und? Brummt der Laden heute Nacht? Ach, ihr habt ja keine Ahnung, wie er brummt. Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Alle wollen aus irgendeinem Grund hier rein. Habt ihr was Leuten hören von irgendwelchen sonderbaren Vorkommnissen? Bisher nichts. Und wenn man an der Tür arbeitet, wird man immer gleich gewarnt. Soll nur eine Auktion sein heute. Muss aber auf jeden Fall was Wichtiges sein, bei der Menge von Leuten, die hier sind. Und dass ihr immer schön brav seid, ha? Ärger kann ich nicht gebrauchen.
Habe ich sein Amulett gefunden? Wobei, nee, das war der Kallik. Und bei dem war ich noch nicht. Handelshaus Silbersegel ist... da müsste das sein. Ja, hier. Ich gehe aber nochmal hoch und guck mal, ob der gute Tomi jetzt sich bereit erklärt, hier einfach mal die Falle zu entschärfen. Von sich aus. Nö, macht er nicht. Komisch. Oh. Aufgeblähte Schreckensspinne. Ich hätte... Oh, ich habe so lange nicht mehr gespeichert. Oh, ich bin... Neu einsteigen. Daneben 50 Erfahrungspunkte hergeben. Hört mich an. Ihr müsst mich anhören. Ich grüße euch. Es war so seltsam, wisst ihr? Da war dieser Tunnel mit dem hellen Licht und da war meine Mutter. Und dann war da diese Stimme. Doch nicht jetzt schon, du Trottel. Und zack, da war ich wieder hier. Seltsam, was? Also dann, benötigt ihr erneut meine Hilfe? Ja. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreatur? Nymphenumhang plus 1, was macht der? Nymphenumhänge, benannt nach den Wesen, die ganz besonders die Schönheit verkörpern, tauchen immer wieder in den Geschichten auf, die man in Schenken hört. Meist geht es dabei um ein adliges Paar, das ein Vermögen für solche Umhänge ausgibt, damit sie es aushalten, sich täglich ansehen zu müssen. Diese Geschichten sind bei den einfachen Leuten immer gut für einen Lacher, doch die meisten Barden sehen es als ein Werkzeug der Unbegabten an, solcher Art an die niederen Bedürfnisse der Zuhörer zu appellieren. Aha, gib mir plus 1 auf Charisma. Was macht mein Umhang? Schutz gegen Böses. Ich verkaufe den Nymphenumhang. Willkommen. Bringt ihr mir noch...
1700. Dann könnte ich mir jetzt eigentlich den Zweihänder plus 1 leisten, oder? Erstmal speichern. Halle der Gerechtigkeit, großer Baum, Waffen und Rüstung für den strahlenden Ritter. Ja, das ist da lang. Er hat das nicht. Wo gab's denn den? Bei der Magiergilde? Wo gab's nochmal den Zweihänder plus 1? Nee, hier auch nicht. Dann war das der Waffenladen im Dingsbums, im Hafenviertel. Wer ist denn eigentlich noch alles da? Ihr seid alle so still. Ich glaube aber, allzu lange mache ich auch nicht mehr. Goldener Apfel. 20 im Köcher. Bin noch hier, Keule. Ja, ich müsste mir langsam auch mal was zu essen machen. So langsam habe ich Appetit auf irgendwas zu essen. So ein bisschen mache ich aber noch. Da wollte ich rein. Und hier gucken nach dem Schwert. Kann ich euch helfen? Pizza bestellen? Nee, ich habe mir was geholt. Ah, jetzt hat's geklappt. Der Großteil meiner speziellen Waren wird im Markt der schäbigen Schenker angeboten. Wenn ihr die richtigen Münzen habt, um die Ware zu bezahlen, Schmugglermünzen. Ich habe zufällig etliche davon auf Vorrat, 150 Goldmünzen je Münze. Ich weiß, das ist ein stolzer Preis, aber wenn ihr sie braucht, werdet ihr wohl zahlen müssen. Der Preis ist ja verrückt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie billiger zu bekommen. Sie sind ziemlich knapp, aber vielleicht könnt ihr mir ja eines Tages einen Gefallen tun. Hm? Ich werde euch eine Möglichkeit nennen. Gilda an der Schenke zum goldenen Apfel. Ab und zu bekomme ich Münzen von ihr. Glücklicherweise weiß das gute Kind nicht, welche Bedeutung sie haben. Dort könnt ihr vielleicht an ein oder zwei Münzen herankommen. Ich bin nicht bereit, meinen Preis für die Münzen zu senken. Hoffe aber, euch so geholfen zu haben. Okay. Dann will ich sein normales Angebot. 200 plus 1. Oh, 2439 war das. Okay. Also mein Magen knurrt. Ich würde sagen, ich würde den Stream mal für heute beenden. Ich fand das sehr schön, dass ihr alle bei mir dabei wart. Ich speichere erstmal. Und dann ganz langsam.
Ja, ich würde den Stream dann an der Stelle beenden. Ich bin sehr dankbar und finde es toll, dass ihr alle dabei wart. Obwohl es jetzt hier mal eine andere Uhrzeit war und mal außerplanmäßig, waren doch so viele von euch da. Das fand ich toll. Ja, wir haben sogar einen neuen Begleiter gewonnen. Das freut mich. Und dann würde ich gerade mal schauen, wen wir gleich mal raiden. Das ist gerade komplett neu für mich, mal tagsüber jemanden zu raiden. Ich freue mich. Dann gucken wir doch mal. Wer ist denn gerade online und live? Ja. Okay, guck ich mal da rein, wie ist das so? Ich gucke mal erst rein und schaue mir kurz an, wie die Streamer so sind, bevor ich da reingehe. Okay, hier habe ich erstmal Werbung. Ihr könnt auch gerne jemanden vorschlagen, wenn ihr jemanden kennt, der euch gefällt und der gerade online ist. Das sieht cool aus. Ah. Nee, ich hätte gern, okay, ich suche mal nach Retro und Deutsch. Sortieroption. Nee. Wie ist der hier? Tom kennt absolut niemanden. Okay, ich mache jetzt einfach Enem in einem Opel. Enem. Was mit dem hier? Auch wieder Englisch. Ich habe doch Deutsch eingegeben.
komm, wir nehmen den hier. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwochnachmittag und eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich würde mich drüber freuen. Passt auf euch auf. Denkt immer dran. Ich liebe euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.